when we loved each other cause you are the only one i want you to know what i feel when i think of you tonight time when we loved each other cuz you are the only one i want you to know what i feel when i think of you tonight Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Schönen guten Abend und herzlich willkommen aus Münster. Es ist Dezember, der 21. Tag in unserem Adventskalender und ich gebe ehrlich zu, dass ich so ein kleines bisschen schon am Rad drehe. Jeden Tag ein Video das ist schon echt eine Ansage und dann heute noch der große Livestream. Aber ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich dabei seid und dass ihr mir heute Lust habt, mir dabei zuzuschauen, wie ich das erste Mal in Cubase mische. Und ich habe das Video genannt, mein erster Mix in Cubase. Und meine ursprüngliche Idee war eigentlich, weißt du, was, ich kaufe mir Cubase, habe ich auch gemacht, Cubase 12 und dann wollte ich eigentlich einen Kanal dafür aufmachen. Jonas lernt Cubase, eigentlich eine gute Idee. Und dann kam man bei Cubase 13 raus und habe ich gedacht, naja gut, Cubase 13, dann mache ich halt diesen Livestream im Adventskalender und mische dann einfach in Cubase 13. Aber misch dann einfach in Cubase 13 ist glaube ich eine Sache, die ich ein bisschen unterschätzt habe, denn ich gebe ehrlich zu, ich wollte heute eigentlich Cubase direkt vor der Kamera das erste Mal starten. Also ich wollte wirklich dafür sorgen, dass äh, die Kamera angeht und äh, dass ich dann. Wenn du mir quasi zuschaust, dass ich dann das erste Mal draufdrücke auf Cubase, dann startet das, dann machen wir den Installationsprozess und dann machen wir alles, was so ansteht. Aber ehrlich gesagt habe ich heute damit so ein bisschen Muffensausen bekommen, weil ich gedacht habe, was passiert denn eigentlich, wenn Cubase genauso wie andere DAWs erstmal fünf Jahre lang irgendwelche Downloads veranstaltet und irgendwie schon dafür sorgt, dass das erstmal fünf Gigabyte, was weiß ich, Medien runtergeladen werden, Loops oder sonst was irgendwie und dann noch eine Dreiviertelstunde braucht, um deine Plugins zu scannen. Und so weiter und so fort. Also habe ich mich heute Nachmittag schon mal hingesetzt und habe dafür gesorgt, dass Cubase zumindest schon mal einmal gestartet ist. Und ich, das kann ich euch schon mal sagen. Erstens, das war ein ganz schöner Ritt. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis das erste Mal ein Ton bei mir in meinem Streaming-Rechner angekommen ist. Also das Routing war, ich habe ein bisschen gesucht. Zum Zweiten hat er zehn Minuten lang meine Plugin Ordner ge äh, gescannt. Das heißt, wir hätten uns lange unterhalten können heute, bevor ich überhaupt die Spuren reinziehe. Und deswegen ist es ganz gut gewesen, dass ich heute Nachmittag dafür gesorgt habe, dass ich dann tatsächlich hier äh, schon mal das Cubase einmal gestartet habe. Aber ich gebe ehrlich zu, ich habe es einmal gestartet. Ich habe mir meine Einstellungen vorgenommen, die ich mir mühsam zusammengesucht habe. Denn das darf ich euch verraten. Ich komme ja von Logic und von Studio One und Cubase ist echt eine komplett andere Baustelle. Stelle und wir haben hier einen, einen Zuschauer, der heißt John Denver. Und John wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ich auf Cubase umsteige. Und John, äh, also nach der Erfahrung heute Mittag, <laughs> muss da schon echt was kommen bei Cubase, dass ich den Schritt wirklich mache: wirklich von zwei DAWs, die ich in- und auswendig kenne, zu einer, die ich noch nicht in- und auswendig kenne, beziehungsweise wo ich tatsächlich davor gesessen habe, als wenn ich das erste Mal vor einem Rechner sitze. Aber das schauen wir uns gleich zusammen an. Dieser ganze Stream wird auf jeden Fall interaktiv werden. Das heißt, ihr werdet mir definitiv. Helfen müssen zumindest die Cubase-Nutzer und alle anderen können sich schön mit dem Bierchen zurücklehnen und mal sagen: Jo, lass den Jo das mal laufen, der wird schon irgendwas machen da. Ich habe mir einen Song zurechtgelegt, der 24 Spuren parat hält. Das heißt, 24 Spuren sind heute das Ziel äh, gemischt zu werden. Ich habe extra dafür gesorgt, dass es ein ein relativ einfaches Projekt ist. Dass wir also jetzt nicht so tief in die Tiefen von Parallelkompression, hast du nicht gesehen und so weiter einsteigen müssen, sondern dass wir erstmal grundsätzlich Spuren reinziehen, sortieren, Farben verteilen, immer im Prinzip alles das, was ich auch bei einem großen Mix machen würde, wenn ich die Spuren bekomme, nur eben in Cubase und dann mit einem vermeintlich einfacheren Projekt, wo wir dann vor allem uns darauf konzentrieren äh, mit Lautstärke, Panorama und so weiter zu arbeiten. Auch mit ein bisschen Hall und äh, dann mal gucken, dass der Mix schon einigermaßen zusammenkommt. Und sicherlich wird das ein oder andere Highlight eurerseits natürlich auch noch dabei sein, der ein oder andere Hinweis, was ich dann noch alles machen kann. Ich denke mal vor allem beim Routing, da werde ich, äh, werd ich tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung brauchen, weil das war nicht so intuitiv. Aber wie gesagt, das schauen wir uns gleich alles mal am Beispiel an. Ich nehme euch auf jeden Fall mit, ich habe es heute tatsächlich geschafft, dass mein iPad endlich. Endlich, endlich, endlich. Nicht nur nach zehn Minuten ausgeht, nicht ausgeht, sondern dass es auch meine aktuellen Kommentare anzeigt. Das heißt, wenn ich euch mal rüber mitnehme. Ja, auf die andere Kamera. Dann kann ich meine Kommentare jetzt hier hinstellen und kann dafür sorgen, dass ich euch immer zulesen kann. Also nicht zuschauen, aber zulesen kann, sodass ich immer genau hier, ich stelle es mal dahin, damit ihr auch wisst, dass das iPad noch da ist. Und kann dann immer genau reingucken, was denn da am Start ist. Und ich habe noch eine weitere Kamera, die ihr gleich noch sehen werdet. Also hier bin ich auch noch zu sehen. Hallo, da werden wir uns dann gleich hier, wenn ich die Mac-Ansicht anmache, werdet ihr mich noch sehen können, während ich hier kämpfe und so weiter. Aber wir werden uns jetzt einfach mal einen charmanten Abend machen. Ich bin mal gespannt, wie... Lange ich durchhalte, denn tatsächlich heute Nachmittag war ich kurzfristig so genervt, dass ich gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber ich habe ja versprochen, dass ich Cubase mache und äh, no risk, no fun heißt es ja so schön. Deswegen auf jeden Fall keine Angst, rein ins kalte Wasser, irgendwas wird passieren. Und das ist ja das Schöne. Ne? Die Prinzipien von Audio sind ja tatsächlich überall gleich. Das heißt, es geht eigentlich weniger darum, wie Musik abgemischt wird oder wie ich einen Equalizer einstelle, sondern es geht tatsächlich in diesem Fall darum, dass ich einfach mal mit einer anderen Software arbeite. Und das lädt ja auch dazu, einmal neu frisch nachzudenken, im Zweifel mal einen komplizierteren oder weniger komplizierten Schritt zu nehmen und einfach mal noch mal die grauen Zellen durchzuspülen und eben nicht immer denselben Weg zu nehmen. Es gibt ja den großen Tipp, wenn du ähm, so ein bisschen, wenn dein Alltag dich zu sehr gefangen nimmt und du zu sehr das Gefühl hast, dass du im Alltag gefangen bist, dann fahr morgens einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit, sodass du zumindest auf dem Weg zur Arbeit schon mal so 10, 15 Minuten oder je nachdem, wie lange du brauchst, schon mal was anderes gesehen hast als, als das, was du sowieso schon jeden Morgen siehst. Und deswegen, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ihr schreibt schon ganz fleißig, schreibt auf jeden Fall hier rein, gebt dem Stream auch einen Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das einigermaßen verdient habe oder auch so, damit YouTube auf jeden Fall sieht, was hier los ist, dass wir auch wirklich am Start sind. Ich hoffe, dass YouTube keine Werbung einspielt zwischendurch, weil das ist mittlerweile so ein bisschen random bei der ganzen Geschichte. Also ich weiß nicht so ganz genau, wie sich YouTube im Moment verhält bei Werbung, aber ich hoffe, dass wir diesen Stream ohne Werbung durchkriegen und der dann erst, wenn die Leute das in der Wiederholung gucken, dass dann Werbung ausgespielt wird. Was ja okay ist, die stellen die Plattform zur Verfügung, wir machen den Content und irgendwo muss das ja auch so ein Win-Win sein, aber das nur am Rande. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Stream so durchläuft. Falls eine Werbepause da sein sollte bei dem einen oder anderen, schreibt es mal in den Chat rein, dass ich... Ich weiß, dass ich jetzt nicht zwingend weiter labern muss, weil sonst passieren ja Dinge irgendwie, die ihr vielleicht im Zweifel nicht mitkriegt. Ich schaue jetzt noch mal kurz in den Chat rein, wenn wir dann da am Start haben. Frank Ludwig ist dabei, mischen in Luna, hätte mir besser gefallen, schreibt dann: ja, Luna ist ja ein Recording-System eigentlich. Also man kann darin auch mischen, aber in der Luna und die Karte auch nicht jeder zur Verfügung oder den Zugang dazu, denn für die Luna braucht man. Ehrlich gesagt, da müsst ihr mich mal korrigieren. Braucht man eigentlich noch ein Apollo-Interface für die Luna oder geht das mittlerweile auch schon ohne? Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil die ja darüber auch die Plugins vertreiben, die nativen, und ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich habe schon einmal in der Luna gemischt vor, da war sie gerade frisch raus. Da konnte ich aber schon sagen, dass es darin irgendwie gefühlt besser geklungen hat als in meinen anderen DAWs, aber das nur am Rande. Äh, Pitz Knubbel fragt, warum nutzt du jetzt Cubase? Tue ich gar nicht. Ich äh, mache einfach nur eine Herausforderung heute mal. Hin und wieder muss man sich ja mal selbst herausfordern. Das heißt, Cubase einfach mal, weil ich es kann. <laughs> Schauen wir mal, wie weit ich komme. Kann auch sein, dass ich in 90 Minuten abbreche und sage: Okay, alles klar, wir haben den Fader für die Bassdrum gefunden. Das war dann alles, was ich heute hingekriegt habe. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns einen charmanten Abend und bringen hier einfach mal ein bisschen Ruhe in diese Vorweihnachtszeit, die so stressig ist. Und vielleicht muss der ein oder andere morgen auch nur noch den letzten Tag ab. Und dann geht es auch so langsam ins Weihnachtswochenende rein. Da freuen wir uns auch alle drauf. Ich fahre morgen nach äh, Holtwig zu den goldenen Ohren von Holtwig Björn Schlüter besuchen. Wir werden noch eine Podcast-Folge aufnehmen, die dann am Heiligen Abend rauskommt. Das heißt, der vier das 24. Kläppchen im äh, Recording-Blog-Adventskalender wird dann noch mal eine Podcast-Folge zum Weihnachtsabend sein oder zum Heiligen Abend auf jeden Fall sein. Das heißt, damit schließen wir dann noch mal ab. Vorher kommt noch was ganz Spannendes irgendwie. Morgen, äh, was mache ich denn morgen? Morgen äh, vergleiche ich Preamps miteinander: 10,73 Preamps und übermorgen am Samstag. Gibt es dann noch ein langes Interview mit Markus Bertram von MB Akustik, der mir und uns erklärt, wie man Room EQ Wizard eigentlich liest? Also mal den eigenen Raum ausmessen, damit man mal weiß, wo die eigentlichen Defizite im Raum sind, damit man das entweder beim Mix berücksichtigen kann oder aber dann äh, letztendlich dafür sorgt, dass man vielleicht mit ein bisschen Raumakustik dafür sorgt, dass der Raum verlässlicher ist beim Mischen. Ich mische heute über Kopfhörer, so viel ist schon mal klar. Damit ihr mich nicht doppelt hört oder über das Mikrofon und über die Lautsprecher. Normalerweise mische ich gerne über Lautsprecher, aber dieses Mal über die Kopfhörer. Da werden wir auch gleich direkt schon mal eine Frage haben, die ich schon mal an euch reinwerfen kann. Ich würde eigentlich gerne den Ken-Opener drauf haben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den. Ich hätte den auf dem Masterbus draufschmeißen können, aber dann hört ihr den auch. Vielleicht äh, könnt ihr ja mal kurz abstimmen, ob ich den Ken-Opener draufschmeiße, damit ich besser beim Mischen hören kann. Oder für euch ist es eine kleine Einschränkung, weil ihr dann nicht ganz das hört, was auf der DAW rauskommt. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass ich über den Kopfhörer. Führer was höre, wobei das wäre wahrscheinlich zu kompliziert. Ne? Ein Control Room gibt es ja wahrscheinlich bei Cubase, oder? So, jetzt gucken wir noch mal eben weiter rein. Hier wieder her vom Rubenbruchsee. Frank Hübner schreibt auf jeden Fall, dann äh, ist das als Kalendervideo gedacht, fragt Kleine Gartenwelt. Äh, das Kalendervideo, vielleicht meinst du den Podcast, ja, das ist auf jeden Fall als Kalendervideo gedacht, so wie das hier ja auch ein Kalendervideo ist. Ne? Die Plugins sind dieselben, so unterschiedlich ist es beim Mischen dann gar nicht. Meine Erfahrung, Routing kann kompliziert sein, schreibt DJ Daniel. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, weil ich habe tatsächlich ich heute Nachmittag bei einem Kanal zu, da habe ich keinen Panoramaregler gefunden. Also mal davon ab, dass ich keinen Ausgangs Ausgang gefunden habe, wo ich einen Ausgang zu Aber das machen wir gleich mal zusammen. Weißt du was? Ich, ich starte jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal hier auf diese Kameraansicht. Da siehst du mich, da siehst du meinen Rechner. Oben rechts in der Ecke siehst du, dass wir Donnerstagabend haben, 21. Äh, 21. Dezember, 20.40 Jonas mischt in Cubase. Auweia, auweia. Klar gibt es einen Control-Room, schreibt Oli P. Dann gucken wir mal gleich, was wir da finden. Irgendwie, weil in Logic gibt es nämlich keinen. Da vermisse ich den nämlich ganz sträflich. So, wo habe ich denn Cubase gelassen? Gucken wir mal. Wahrscheinlich unter C, würde ich sagen. Ne? Äh, Cubase 12, Cubase 13. Dann. Los geht's. Daumen sind gedrückt und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Cubase startet. Und wie gesagt, den Scan von den ganzen Plugins und so weiter, das habe ich uns schon erspart. Das habe ich heute zum Glück heute Nachmittag schon gemacht. Das hat echt etwas länger gedauert. Da hatte ich auch keinen Spaß dran, dass er so lange gedauert hat. Aber mh. naja, so, mal abwarten, was hier passiert. Also er startet auf jeden Fall definitiv nicht schneller als mein Studio One oder mein, mein Logic. Achso, genau. Ich wollte noch was nachgucken. Äh, Moment, was haben wir denn hier? Cubase hat auf ihrem Computer neue Audiotreiber gefunden. Ne, wir nehmen den Universal Audio Thunderbolt-Treiber. Bin ich mal gespannt. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir den Ton auch wirklich rauskriegen zu euch, dass der auch wirklich bei euch ankommt. So, hier kann man auf der Startmaske kann man auswählen, was man machen möchte. Ich möchte aber, glaube ich, ein leeres, ja, ein leeres Dokument erzeugen. So, jetzt haben wir hier die Maske. <laughs> die Maske von Cubase, Alles klar, hier sind schon mal zwei, zwei Fader zu sehen. Hier unten ist eine Mixkonsole, hier ist ein Editor, Sample, Sampler Control, MIDI-Remote, Akkord-Pads. Okay, alles klar. Das sieht schon mal praktisch aus, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zurück auf die Mix-Konsole. Die kann ich aber auch ausmachen, oder? Ja, genau. So. Das erste, was wir machen müssten, wäre das Tempo einstellen. Ich habe mir ehrlich gesagt das Tempo nicht gemerkt, aber äh, gehen wir mal davon aus, oder ich kann mal kurz nachgucken, ob ich das Tempo finde. Mal kurz gucken, ob ich das in meiner in der Studio One Session finde ich mache mal kurz Studio One auf vielleicht habe ich da das Tempo notiert von dem Song weil es wäre ja blöd wenn wir jetzt einen Song mischen und ich habe das richtige Tempo nicht drin deswegen muss ich mal kurz gucken das war das Einzige was ich vergessen habe mir rauszunotieren, wie das richtige Tempo ist ähm, hier schreibt Igor Büchner äh, Igor schreibt was ist der größte Unterschied von Cubase und Magic Samplitude zu M Music Studio 2022 ich habe Music Studio 22 habe ich noch nie gesehen keine Ahnung um Music Studio 22 äh, was ist denn das für eine DRW? Frank Hübner schreibt, also ich bin gespannt, wie du den Ton rausbekommst. Das wäre ein Tipp, den ich bis heute noch nicht hinbekommen habe. Klick auf die 120. Okay, auf die 120. Ja, da, da kann ich das Tempo auf jeden Fall eingehen bei der 120, aber ich wollte mal kurz gucken welches Tempo ich ursprünglich für den Song vorgesehen habe, damit ich das dann da auch bei der 120 eingeben kann. Du siehst gerade mein Bildschirm nicht. Ich gucke gerade mal in mein Studio One rein, also lass dich nicht ärgern hier. 115 ist das Tempo, okay, alles klar. Das heißt, wir können jetzt äh, auf Cubase zurückgehen. Jetzt bin ich wieder da. Und wir gehen mal auf Cubase und ich stelle das Tempo mal hier unten ein. Doppelklick, doppelklick, einklick, doppelklick. So, Doppelklick, 115 Beats pro Minute kann man hier einstellen. Und jetzt ziehen wir einfach mal, also wir machen es jetzt mal so, wie ich einen normalen Mix auch starten würde. Ne? Ich starte die DAW, ich habe eine leere Session und ich ziehe dann die Spuren von dem Song, den ich abmischen möchte, die ziehe ich dann quasi in die DAW rein und guck mal, was passiert. Also machen wir das mal, äh, mischen wir mal einfach. Drauf los und ich hoffe, dass auch irgendwo was bei rauskommt. Also erstmal die Spuren reinziehen. Wir haben insgesamt 24 Spuren, die ich hier vorbereitet habe von einem kleinen Freebie-Song. So, Objekte auf derselben oder jedes auf einer eigenen Spur? I verschiedene Spuren anklicken. Alle Dateien in den Projektordner kopieren. Ja, den Projekteinstellungen entsprechend umwandeln und Nein, Kanäle aufteilen. Nein, nicht erneut fragen. Machen wir später mal. So. Alles klar. F3 ist die Mixkonsole. Das ist schon mal gut zu wissen, Ray. Dann kann ich nämlich mit F3, das Blöde ist beim, beim Mac, dass ich F3 nicht benutzen kann, weil F3 macht bei mir folgendes. So, das verteilt die Fenster, deswegen muss ich Funktion F3 drücken. Aber das geht, da ist die Mixkonsole. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So können wir nämlich dann auf jeden Fall schon mal hier alle... Oh, jetzt habe ich den Zoom erwischt. Okay, warte mal. <laughs> Ja, geht ja schon richtig los, ja. Wann kommt die Verlosung? Die Verlosung kommt am 28. Dezember. Äh, Zoom hier oben ist der. Ah, da ist der Zeiger. Okay, jetzt kann ich hier markieren. Jetzt kann ich alle markieren und jetzt kann ich die nach vorne schieben. Oder so? Jetzt sind die auf jeden Fall alle auf dem Raster. Kann man hier reinzoomen? Okay, die Zeit steht hier oben auf Zeit. Dann stellen wir die mal auf Takte und Zählzeiten. So, ja, guck mal, das passt doch schon. Das sitzt alles auf dem Raster. Es ist ja grob alles da, wo es hingehört. Ne? Meistens, äh, und das ist eine Empfehlung, die ich auch jedem von euch hier geben kann, wenn ihr eine Funktion irgendwo sucht, erstmal mit der rechten Maustaste draufklicken. So, du hast das Zoom-Werkzeug ausgezählt, habe ich schon gepasst. Aufpassen mit Sample Rate, wenn man das Konvertieren nicht anhakt. Sample Frequenz von der Aufnahme muss zu den Projekteinstellungen passen. Okay, ich habe. 44 Kilo jetzt eingestellt. Ich hoffe, dass das auch richtig ist. Spuren im Projektordner kopieren hätte auch hätte ich auch gerne bei Studio One. Macht er doch, also macht er doch automatisch bei Studio One. Die, äh, also wenn du, wenn du Spuren reinziehst ins Projekt, werden die normalerweise in den Ordner Media reinkopiert, der zum Projekt gehört. So, wir, ich setze mal den Kopfhörer auf, damit ihr auch was hören könnt und ich auch können wir mal schon mal grob reinhören, wo wir stehen. Und ich würde gerne Farben vergeben für die einzelnen Spuren. Ich würde also jetzt gerne mal sortieren. Das heißt, ich mache mal den Mixer an hier. Ne, äh, Entschuldigung. Äh, also, das sind die Werkzeuge, die ich durchschalten kann. Ne? Eins ist der Zeiger, zwei ist Markieren, drei ist die Schere, vier ist Kleben, fünf ist Radierer, sechs ist die Lupe, sieben ist, was ist sieben? Stummschalten, acht ist der Stift. 9, warum ist denn das nicht in der Reihenfolge, in der es da oben steht? Ah, egal. Ich gehe mal wieder zurück. Ich äh, drücke F1, F3, äh, Funktion F3. Meine Güte. So, also der Mischer. Jetzt, äh, ich muss erst die mal in die richtige Reihenfolge bringen, damit ich überhaupt weiß, wo ich da bin. Okay, Akustikgitarre. Ich bringe mal alles in die richtige Reihenfolge. Zoom klein und groß mit G und H. G, A, ah, praktisch. G und H. Okay, alles klar. Wahrscheinlich gehe ich hier heute Abend raus und mein Kopf brummt, weil ich 500 Shortcuts gelernt habe. Mit G und H kann ich kleiner machen. Das ist praktisch, weil da muss ich nicht immer diese, diesen blöden Zoom-Faktor wählen. Okay, wir bringen das Ganze mal in die richtige Reihenfolge. Die richtige Reihenfolge heißt für mich richtige Reihenfolge. Das heißt, ich starte mal oben mit den Drums. Mal gucken, wo die Drums spuren sind. Die heißt Loop. Die können wir mal direkt umbenennen: Drum Loop, damit ich auch weiß, dass sie das ist. Und ich würde die gerne in Rot einfärben. So, jetzt. Wie kann ich denn hier eine Farbe verwenden? Das kann ich, glaube ich, im Mixer. ne Funktion F3 Mixer. Hier kann ich unten auch ein bisschen umständlich, ne? Rot sind meine Drums normalerweise. Okay, alles klar. Dann äh, gehen wir mal zurück und schieben jetzt Rot Drums nach oben. Also es ist ein bisschen komplizier, nicht komplizierter, ein bisschen umständlicher, als ich normalerweise arbeiten würde. Natürlich bin ich jetzt hier mit der DR nicht vertraut, aber äh, geht da nicht. Steuerung, Control, Mausrad. Mal gucken. Ja, geht auch. Sehr gut. So. Geht auf jeden Fall auch. Oder eben G und H. Das, so, das haben wir uns auf jeden Fall schon mal rausgesucht. Und oben den Eimer. Was schreibst du dir hier? <lacht> Eimer? <lacht> ähm, der Eimer? Wo ist denn ein Eimer? Ah, da ist eine Farbpalette. Warte mal. Ist das eine Farbe? Ja, Farbe für die Events aus. Okay, alles klar. Dann geht es jetzt ein bisschen schneller. Bass ist äh, hier. Man muss ja nur wissen, wo man suchen muss. Ne? Bass ist gelb bei mir. Den schieben wir mal nach oben. So, nach oben den Bass direkt nach den Dann kommt die Akustikgitarren. Äh, Akustik links, Mitte 2, Mitte 1. Dann haben wir Akustik rechts, die gitarre Achtel, Die bleibt in der Mitte. Links, Mitte, rechts, Delay-Gitarre. Vox Harmony 1 links 2, links, M2, M2. Du siehst, ich habe alles schon einigermaßen so benannt, dass man auch weiß, wo es ungefähr ins Panorama gehört. Deswegen werden wir gleich, wenn wir das erste Mal reinhören, werden wir auch schon einigermaßen was hören können. Dann, ja, komm, dann können wir direkt die Gitarren durchbenennen. Dann nehmen wir die Akustikgitarren, machen wir mal in einer Farbe. Gibt es auch mehrere Farben? Kann man auch mehrere Farben gehen? Ja, okay. Uh, der nette Ohrkapsel habe ich mir vor einiger Zeit auch gegönnt. Und wer ist schuld daran? Der Typ mit dem Video, das bin ich, glaube ich. <laughs> Hast du dir also auch einen schönen Odyssey gekauft? Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Ähm, wir machen mal Grün, machen wir hier für die Akustikgitarren und die E-Gitarren machen wir mal ein anderes Grün. Da wird es bestimmt auch noch mehr Farben geben, oder? So, ein anderes Grün. Dann Harmonie-Vocals mit gehen wir hier hin. Die machen wir mal irgendwas mit Blau hellblau zum Beispiel und guck mal, da wird ja jetzt schon richtig eine Session draus. Das sieht ja schon fast so aus wie was, das, wo ich normalerweise auch arbeiten würde. Dann haben wir Lead Vocals, Lead, 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 die machen wir ein bisschen dunkler. So, und dann haben wir noch ein U-Chor, der U-Chor geht dann mal ins, in Lila ist normalerweise bei mir. Dann machen wir so. Lila ist normalerweise meine Masterbus und ich möchte zumindest da nicht durcheinander kommen. So, die Lead Vocals markieren wir mal, schieben wir mal nach oben. So, jetzt möchte ich ein bisschen freischneiden, was ich normalerweise auch im Mix mache, damit ich ein bisschen einen Überblick behalte, wann was spielt. Weil jetzt im Moment sehe ich zwar die Wellenform auf den ganzen Dingern hier, aber Volker schreibt gerade, es gibt sechs bis zu 96 Farben. Das ist ja schon mal gut irgendwie. Alt-rechte Maustaste auf eine Spur. Alt-rechte Maustaste auf eine Spur. Was passiert dann? Kann ich die Objekte auswählen? Alt, auf eine Spur. Okay, passiert bei mir auf jeden Fall nichts, aber die Farben habe ich ja gefunden oben auf jeden Fall. Bitte Ordner verwenden, das ist super praktisch. Okay, alles klar. Gucken wir gleich mal. Ähm, sind die Ordner, könnt ihr mir vielleicht mal reinschreiben, sind die Ordner denn auch Summenordner? Das heißt, wenn ich einen Ordner anlege, dass sie dann auch sofort dafür einen eigenen Bus angelegt bekommen oder wie ist das? Ich würde monochrom machen, dann sieht es aus wie Cubase 1 <laughs> ja direkt genauso. Wenn du noch mehr Farben kannst, dann kannst du in den Studioeinstellungen die große Palette anwählen, da gibt es auch noch mehr Farben. Ja, okay. Das reicht mir aber jetzt erstmal. So, das heißt, wir haben die Hauptvocals, wir haben die Harmonievocals. So, jetzt schneide ich erstmal. Das heißt, ich nehme jetzt als Tool die Schere erstmal grob, nur grob freischneiden. Also, das ist mein, mein Arbeitsprozess, die drei. Also, jetzt gehe ich mal kurz durch, wo was nicht spielt. Ah, ja, okay, alles klar. Jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen. Kann ich auch aufs kleinere Raster gehen? Dann kann, kann ich hier nur. So, das ist das nächste. Hier ist das Raster. 16. Ne, ist Quantisierung. Raster. Welches Raster? Kann ich das Raster einstellen? Relatives Raster. Was passiert dann? Ich möchte hier auf Viertelnoten-Raster. Ah, okay, alles klar. Warte mal. Raster. Und daneben kann ich einstellen, welches Raster. Zählzeit. Ja, okay, alles klar. Das heißt, ich kann jetzt hier freischneiden. Hier. Überall, wo nichts ist, schneide ich jetzt mal frei. So, dass ich grob weiß, wann was spielt. Ah, hier. Dann die nächste Spur hier auf jeden Fall. Hier. Du siehst, ein bisschen Fleißarbeit gehört immer dazu beim Mix bei mir, aber das ist nun mal so, das lässt sich nicht vermeiden. So, ähm, kurz die 1 wählen, dann kann ich das schon mal alles wegschneiden hier weg. Äh, hier ist alles markiert, genau weg. So, dass wir dann gleich eine schöne, übersichtliche Session bekommen, wo einigermaßen klar zu erkennen ist, wann was spielt und dann können wir nämlich dann darauf auch den Mix aufbauen. Ah, das ist bei das Zoom ist auf jeden Fall andersrum als bei mir normalerweise, so also 30 Schere, so langsam kommen wir dann nach Sache näher hier. Okay, alles klar. Da und da und wenn ich auch ein Viertel vorher schneide, dann brauchen wir auch nicht großartig mit Fades arbeiten oder so. Hier ist ein Einwurf. Okay, alles klar. Noch ein Einwurf. Machen wir da so mal Kommt da noch was? Ne, wir können hier hinten auch schon mal schneiden. Da ist ein Aus-Fade-Out. Hier ist was weg. Hier ist was weg. Hm, Habe ich da schon eine Automation aktiviert? So, da hier können wir einen Fade setzen. Geht das schon mal hier? Ja, guck mal, da können wir doch schon ein Fade setzen. Auch sehr schön, ne? <laughs> so, und dann die drei wieder für die Schere. Also, ihr seht zumindest in der Bearbeitung der Session bin ich jetzt relativ zügig da, wo ich normalerweise auch sein wollte. Das heißt, ich kann hier zumindest schon mal so weit bearbeiten, dass ich die Session so weit vorbereiten kann, wie ich das gerne hätte. Drei wieder für die Schere. Das ist wirklich praktisch, irgendwie die, diese Tools, ne? Hier, 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 hier hinten können wir wegschneiden, da, 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 da und da. Das heißt, die können wir auch markieren wahrscheinlich hier, ne? Genau, sehr gut. Und dann schneiden wir hier nochmal zwischenweg, damit wir das auch alles sauber haben. Ja, so ein bisschen Ordnung muss schon sein, finde ich irgendwie. Das ist äh, unten drunter will ich es nicht tun. Aber so weiß ich auf jeden Fall dann auch, wann, wann was spielt und wo wo ich was vergessen habe, weil hin und wieder kann es bei großen Sessions vor allem vorkommen, dass man was übersieht oder dass man was nicht auf dem Schirm hat oder irgendwie hinterher kommt eine Anmerkung vom Künstler, wo es dann heißt, warum hast du den Shaker nicht reingenommen? Ja, dann habe ich dann einfach übersehen. Das kann manchmal passieren, aber da wollen wir uns ja nicht vor nass machen. Aber du siehst dieses Ordentliche, ein bisschen vorbereiten oder so. Das braucht jetzt auch nicht so Unmengen Zeit. Ich meine, wir haben jetzt hier 24 Spuren, machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt hier auch eine überschaubare Session einigermaßen. So, die markieren wir mal hier. Dann können wir hier und hier freischneiden und hier vorne auch nochmal. Ach, guck mal, der markiert nach rechts. Das heißt, wenn ich was schneide, dann ist das auf jeden Fall schon mal dann nach rechts weg. Bei manchen DAWs ist es nämlich, wenn man schneidet, dann links vom Cursor weg oder markiert, sodass man dann da den. Immer erst noch mal extra klicken muss, muss, wenn man das vorher weg haben will. So haben wir hier noch, das haben wir schon markiert. Und jetzt wird so langsam eine Session draus tatsächlich. So hier habe ich auch schon geschnitten, hier habe ich geschnitten, hier habe ich geschnitten. Hier kann man dann noch mal schneiden, damit es ein bisschen sauberer aussieht. Und jetzt, hoppala, hier ist noch einer. Et voilà. Und jetzt kommt gleich das Wichtigste, was man auf keinen Fall vergessen darf. Und ich hoffe, dieser Shortcut ist auch der gleiche weil q -Ways Alt gedrückt halten ermöglicht ebenfalls das Schneiden. Alt, tat, nee, alt ist Stift bei mir. Also alternatives Werkzeug kann ich vielleicht irgendwo einstellen. Ne? Das alternative Werkzeug. Äh, vielleicht kann ich das hier. Nee kann ich da nicht einstellen, aber man kann bestimmt irgendwo ein alternatives Werkzeug einstellen, so dass auf der Alt-Taste dann eben nicht wie bei mir der Stift ist, sondern die Schere. Das, aber das ist ja jetzt nicht ganz so wichtig. Ne? Thomas schreibt, ob links oder rechts geschnitten wird, kann eingestellt werden. Okay, alles klar, alles klar. Gut, also ihr seht, die Session ist weitgehend so, wie ich sie mir gerne wünsche. Ich komme mit dem Zoom immer ein bisschen durcheinander, weil der andersrum ist als mein normaler. So, hier haben wir noch was vergessen zu schneiden und äh, zack, das noch weg. Und hier noch einmal schneiden, da, aber es ist ja schnell gemacht. Ne? So, wie gesagt, der schnellste, der wichtigste Shortcut, den wir auf jeden Fall brauchen, ist, Achtung, sitzt ihr? Steuerung S für Speichern. <laughs> Mal gucken, was er sagt. Speichern, okay, er fragt nach einem Namen. Der Song heißt ähm, irgendwas mit Always. Schreiben wir mal, 2023, meine, meine Nomenklatur ist das Jahr, der Monat, damit ich weiß, wann ich das gemacht habe. I will uh, I will always und ich vermeide Leerzeichen und Umlaute, wenn es eben geht, weil dann finde ich das auch wieder. So, also I will always heißt der Song, sichern im Unbenannt Ordner, wo bin ich denn da? Warte mal, da kann ich auch einen Ordner drin anlegen, oder? Ah, ist egal, okay. Den kann ich auch später noch benennen. Jetzt habe ich es weggemacht, ich honk. Also nochmal 2, 23, 12, I will always. Schreibt man Always an die mit einem L oder mit zwei? Keine Ahnung. Äh, sichern. So. Speichern. Und jetzt sind hoffentlich auch alle Sachen gespeichert in diesem Ordner. Ne? Und das gibt mir jetzt die Möglichkeit, dann auch zum ersten Mal anzumachen tatsächlich. Und wir hören jetzt mal in die Ausstattung, in die Grundausstattung. Ich habe, wie gesagt, beim Fader jetzt noch gar nichts angepackt. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt was rauskommt, weil ich, ne, ich gucke mal kurz, ob ihr, ob ihr und wir was hören können, denn ich war heute Nachmittag, ja wie gesagt, schon unterwegs und hatte diesen Punkt hier, F4, Audioverbindung, äh, ich glaube eine halbe Stunde gesucht, bis ich das gefunden habe, weil hier kann man nämlich sehen, sind die Ausgänge noch gar nicht geroutet und die Matrix ist jetzt nicht selbsterklärend von Cubase, das sage ich ganz ehrlich, aber wir gucken mal, ich glaube 21 und 22 müssten das sein. Mal gucken, ob jetzt bei euch auch was ankommt, wenn ich was abspiele. So, mal gucken. Ähm, Mischer wieder, mische wieder aus. So, mal starten. Jawohl, <laughs> ist sowas angekommen, sehr gut. Also, wir haben es tatsächlich geschafft. Die Session ist vorbereitet. Ich habe sogar schon einen Ton rausgekriegt. Und äh, damit jetzt nicht alles so laut wird, möchte ich jetzt mal alle... Was ist denn eigentlich dieser Stereo-In, der hier unten links ist? Brauche ich den? Brauche ich den eigentlich nicht? John Denver schreibt, Oli P., dann hat er mal eine vernünftige DAW. John, du musst mir wirklich mal erklären, was, was denn daran so viel besser oder schlechter ist, dass ich jetzt mit Cubase mische irgendwie. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also, was ist es nur für dich besser oder ist es für mich auch besser? Weil ich komme ja mit den anderen DAWs so weit klar, dass ich damit große Produktionen abhandeln kann. Aber du, du wirst es mir sicherlich erzählen. So, ich habe alle markiert hier und jetzt möchte ich gerne alle leiser ziehen. Und jetzt macht er das nicht. Jetzt zieht, warte mal. Wie kann ich denn? Ich habe alle alle Kanalzüge markiert und möchte jetzt einfach von allen die Fader runterziehen. Wie kann ich das machen? So, Frank Ludwig sagt, das läuft das schon <laughs> ganz gut. Ja, ähm, Oli P. schreibt, wenn du den Kontrollraum verwenden willst, musst du das auch in den Audioverbindungen. Okay, alles klar. Das gucke ich mir dann wahrscheinlich mal nach dem Stream an. Wir machen das jetzt einfach mal so. Früher hat man ja auch ohne den Can-Opener gemischt. Ne? Aber ich würde jetzt gerne hier bei allen markierten, bei allen markierten Kanälen gleichzeitig die Fader runterziehen. Und da brauche ich jetzt mal eure ja, wenn man kein Template für Ein- und Ausgänge gewählt hat, okay, Shift-Alt, Shift-Alt, was? Shift-Alt. Ah! Und jetzt? Jetzt macht er wieder einen Einzelnen. Shift, Alt. Und wenn ich jetzt Steuerung Z drücke, geht dann der Fader wieder zurück oder ist der Fader nicht von Steuerung Z, also von Rückgängig machen? Ist der Fader damit inkludiert bei Logic? Und bei Studio One ist es so, also wenn ich den Fader aus Versehen anfasse, kann ich mit Steuerung Z wieder Rückgängig machen? Geht das ins, in Cubase auch? Rechte Maustaste Kanäle verknüpfen. Ja, ich will die ja nicht verknüpfen, ich will sie nur einmalig alle leiser machen. Aber ich, äh Alt, Shift, habt ihr gesagt, ne? Okay, Alt, Shift. Ich ziehe mal alle so auf minus 10, und den einen hier, den schiebe ich jetzt auch mal auf minus 10. So, Petz Knubbel schreibt, wenn du mit Cubase länger mixt, wirst du auf Cubase umsteigen. Wetten das nicht. <laughs> okay, alles klar. Ich mache heute mal ein bisschen, ich polarisiere heute einfach mal ein kleines bisschen. Nein, ich bin ja, wir sind ja im Sommer, sind wir ja bei ähm, im Prinzipalstudio gewesen. Der Frank Ludwig, der hier im Chat ist, ist auch dabei gewesen. Wir sind in den Prinzipalstudios gewesen, haben bei Vincent Sorg ein riesen Wochenende gehabt, wo wir einen geilen Song gemacht haben, den ich heute gerne gemischt hätte, aber das Projekt war mir tatsächlich zu aufwendig. Das müssen wir in einer separaten Mischung nochmal machen. Aber ähm, der Vincent arbeitet in Nuendo, was ja im Prinzip die professionelle Variante von Cubase ist. Und als ich daneben gesessen habe und ihm zugeschaut habe, da ist mir schon klar geworden, okay, alles klar. Weitgehend ist das schon komplett. Ich würde mich irgendwie zurechtfinden, müsste fummeln, einige Funktionen suchen und so weiter, andere liebgewonnene Sachen vielleicht erstmal zur Seite schieben oder mir andere Workarounds suchen oder sonst was irgendwie. Aber letztendlich, ja komm, also hier äh, statt Fader lieber den Pre-Gain runter. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine Macht-Mix-Kontrolle. Okay, pass auf. Ich schiebe mal einen, einen Regler. Kann man fragen, sind mich meine Lieblingsfragen. Ich schiebe mal einen Regler runter und gucke dann einfach mal, ob der Steuerung Z macht. Also Kommando Z ist das bei mir. Nein, macht er nicht. Was wäre denn rückgängig? Gucken wir mal hier oben. Rückgängig ist Fade-Out ändern. Nee. Das ist die letzte Funktion, die ich im Editierfenster gemacht habe. Aber hier der Fader ist anscheinend nicht davon betroffen. Das heißt, ich gebe hier einfach mal den Wert ein, minus 10,3, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, das erste Mal in den Song überhaupt reinzuhören, damit ihr überhaupt wisst, worauf wir uns eingelassen haben hier. Das ist ein kleines Freebie, ein kleiner, äh, kleiner Workshop-Song, den ich vorbereitet habe, den es demnächst mal in einem kostenlosen 5 tage workshop geben wird, den ich schon mal vorbereitet habe. Das sind alles Spuren, die ich schon mal eingespielt habe und so weiter vorbereitet. Habe, sodass man dann einen 5-Tage-Workshop machen kann. Wir mischen zusammen, starten so bei den Basics, Session vorbereiten und so weiter und so fort. Das kommt aber im nächsten Jahr alles. Jetzt mischen wir das ganze Ding einfach mal und deswegen habe ich dieses Projekt auch ausgewählt, weil es relativ übersichtlich im Mix ist. Ne? Weil es hat eine, äh, einen Drumloop, es hat einen Bass, paar Gitarren, paar Vocals, 24 Spuren, insgesamt übersichtliches äh, Projekt auf jeden Fall. Wir hören mal in die ursprüngliche Version jetzt rein und ich bin mal gespannt, was du sagst. Kannst du ja mal reinschreiben? Ich lese noch mal ein bisschen im Chat, während das Ding läuft. Weil er schreibt, ob der Song von You ist. Nee, der ist von mir, aber äh, ganz nice irgendwie. Ne? So ein kleines Pattern, eine Minute 20 hat der ungefähr. Deswegen, da können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Und das machen wir jetzt auch mal. Deswegen, äh, macht größer. Und deswegen machen wir jetzt mal einen Grundmix erstmal in das Ganze rein. Ich mache nochmal gar kein Routing erstmal, wobei wir das dann später nochmal angehen könnten. Aber ähm Vielleicht können wir das auch verbinden. Aber ich möchte erstmal einen Grundmix herstellen. Danach machen wir dann Routing, wenn ich dann Busse dafür brauchen sollte. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, ich gehe nochmal auf den, auf den Mischer. So, jetzt markiere ich mir nochmal alle Spuren. Und dann starten wir mal einen Rough Mix. Ein bisschen blöd, dass ich hier, die, äh, dass ich hier nicht alles sehen kann. Ne? Warte mal, geht das nicht auch? Ich kann doch den Mischer auch äh, anmachen. Ah anmachen. wenn ich äh, hier unten irgendwo klicke, ne? da war doch noch was. Hier unten konnte man doch ein Misch anmachen. So, alles klar, dann weiß ich nämlich ungefähr, wo ich im Mix bin. Machen wir die Fader ein bisschen größer und den Mix oben mache ich ein bisschen kleiner, so dass ich groben Überblick habe. Und dann kann ich nämlich jetzt hier mal starten. Alle Fader sind unten und jetzt gucken wir mal. Ich mache einfach mal so einen statischen Mix eben mit äh, Lautstärke, also mit. Fader und mit Panorama und starte mal mit dem Jum Loop mal kurz gucken wie was hast du gesagt alt draufklicken stellt den zurück nee warte mal der John hat geschrieben dass man auf den Fader draufklicken kann wo habe ich das denn gelesen hier so, alles klar okay mal kurz gucken hier ob ich das finde Transport sind drei kleine Punster kannst du das auch ganz rausziehen okay alles klar aber ich möchte jetzt kurz wissen, wie ich John Denver drücke. Alt und klicke auf die linke Maustaste, dann springt der Fader wieder auf die ursprüngliche Position zurück. Alles klar. Mach ich mal. Nee, macht er nicht. Doppelklick. Nein. Ich bin am Mac, ne? das dürft ihr nicht vergessen. Also es kann auch sein, dass es Command ist hier. Ja, Command ist es. Also beim Mac ist es dann äh, Command, links klick, dann springt die Spur zurück. Und wir gehen jetzt einfach mal, ich ziehe mal einen Loop rein dass wir mal hier erstmal das Grobe hören können, den Rest machen wir dann, justieren wir dann passend. Also, starten wir mal eben kurz einen Rough-Mix, erstmal ohne Equalizer, Kompressor etc. pp, ohne Hall und was nicht alles, sondern erstmal einfach nur Fader und Panorama. Apropos Panorama, habe ich überall Panorama? Weil heute Nachmittag war ja über, irgendwo das Panorama verschwunden. Ne, da ist das Panorama alles noch da. Okay, alles klar, dann gucken wir mal. Also, viel Spaß! Erstmal nur die Drums, ein bisschen Luft lassen, damit wir dann später noch ein bisschen lauter machen können. Ich gehe nochmal ein bisschen runter. Könnte für euch jetzt ein kleines bisschen zu laut werden im Vergleich zu meiner Stimme, aber ich rede mal nicht so viel. Ne? So, nochmal. Oh, wie startet der denn? Wie kann ich den denn dazu bringen, dass er beim Loop startet, wenn ich auf Stop drücke? Vielleicht könnt ihr mir das noch reinschreiben. Busse heißen Gruppen bei Cubase, okay, alles klar. Okay, Akustikgitarre. So, die sind jetzt noch alle markiert hier, ne? So, okay. Da ist nichts drauf. Welche Akustikgitarre brauche ich denn? Diese hier, die M2. Okay, jetzt brauche ich die Gitarre links hier. Die ist hier vorne. Die kurze der Song, ne? Gehen wir nochmal an die Stelle da. Okay, Panorama rechts. So, jetzt wird nämlich ein Schuh raus, ne? So, nochmal die Stelle. Okay, dann nehmen wir die Gitarre dazu. Diese hier, spielt die schon. Wo ist denn die Hauptgitarre? Mal kurz gucken, dass wir die finden. So, Hauptgitarre Delay, Gitarre Achtel, dann wird das die hier sein. Ne? Kurz gucken, ob es einer schon geschrieben hat. Neben der Rekord-Schalte sind drei Punkte. Wenn du das rausziehst, hast du auch Knöpfe zum Zurück- und Nach vorne schalten. Neben dem Rekord sind auch drei Knöpfe. Okay, alles klar. Ah, okay, alles klar. Gut, super. Alles klar, vielen Dank schon <laughs> Gut, also damit komme ich ganz zurück. Ganz ans Ende. Hiermit komme ich ein bisschen zurück. Aber ich möchte zurück zum Anfang vom Loop. Punch in, Punch Out. Mal weiter gucken. Loop anfangen. Finde ich aber nicht. Ne? Cycle aktivieren. Er soll starten. Hm, Rechtsklick. Audio. Also, vielleicht weiß es ja einer, wie ich äh, mit einem Stopp oder mit welchem Klick ich dann tatsächlich auf den Anfang vom Loop komme. Äh, Six Strings schreibt: Hut ab, dass du so fix zurechtkommst. Hat mir in meiner Tastatur mit Hilfe einen Beschriftungsgerät beschriftet. Ja, schauen wir mal. Ne? Also, schnell. So, Gitarre. Nehmen die Achtelgitarre dazu. Und dann haben wir links und rechts auch eine Gitarre, die packen wir mal direkt im Panorama nach links und nach rechts. Gut, dass ich die alle so ordentlich benannt habe. Ne? So, jetzt sind die beiden, die schieben wir mal dazu. Oh. Man wird doch langsam. Ne? Wir haben noch in der Mitte eine Delay-Gitarre, die hier an dieser Stelle auch spielt. Die schieben wir auch mal direkt dazu. Bass könnte jetzt ein bisschen lauter. Noch ein bisschen. Und ihr merkt schon, ne? das ist so, wenn man so am mischen ist, dann kommt so, so, alles wächst so langsam. Und dann die ersten zwei, drei Entscheidungen, die man getroffen hat, vielleicht beim Schlagzeug oder beim Bass, die sind dann so, dass man die dann hinterher nochmal korrigieren muss. Und mix ist ja nicht fertig oder der wächst ja mit jedem Element, was dazukommt und so weiter. Von daher ist auf jeden Fall da immer die Möglichkeit, da nochmal nachzuregeln. Und der Bass wurde jetzt, war jetzt am Anfang mit dem Loop zusammen im passenden Verhältnis und jetzt musste ich ihn nachregeln, weil die Gitarren jetzt so ein kleines bisschen, die haben ihn nicht mask maskiert, weil es sind andere Frequenzbereiche, in denen die spielen, aber er wurde jetzt im Verhältnis ein bisschen zu leise, deswegen konnte man dann nachregeln. <laughs> okay, ganz links da, wo die Taktzahlen stehen, die, der in der Transportbar, ganz links da, automatische midi quantisierung zum linken Locator. Ah, sehr gut. Dankeschön. Chris70, Dankeschön. Damit komme ich zumindest an den Anfang zurück. Aber es wäre natürlich cool, wenn die Stopptaste Mal gucken, was passiert jetzt, wenn ich jetzt Stopp drücke. Ja, dann macht er einfach nur Stopp, kann ich die Stopptaste auch separat werden. Wenn die Stopptaste nämlich äh, auf den Startpunkt vom Loop wieder zurückgeht, wenn ich das will. Aber ich meine, so kann ich ja auch zumindest auf den Anfang gehen. Das passt ja schon mal. So, also dann fangen wir mal wir hier an. Nochmal von vorne. Okay, wie laut sind wir denn eigentlich? Okay, wir haben auf jeden Fall noch 6, 6, 7 dB Luft. Super. Okay, wenn ich eine Spur wähle, machen wir einen anderen Loop und dann P drücke. Dann kann ich den Loop wählen. Ich mache mal diese Spur, drücke ich mal und dann P. Ha! Sehr gut. Ich sag ja, ein Riesenkasten an, an Shortcuts, mit dem ich heute nach Hause gehe, die ich mir vielleicht in meinen anderen DRWs dann noch zurechtlegen muss. Aber vielleicht hat John Deber ja doch recht. Vielleicht bin ich am Ende des Streams doch so weit, dass ich nur noch in Cubase arbeite oder ich mache den Kanal doch noch mit dem Jonas lernt Cubase. So, wenn du die Null statt Stopp drückst, geht es glaube ich zum alten Startpunkt zurück. Okay? Nee, dann geht es zum Anfang zurück. Okay. Null nochmal drücken, ne, dann geht es zum Anfang zurück. Okay, alles klar. Das haben wir aber auf jeden Fall jetzt auch gelernt. Und was passiert bei Komma? Gar nichts. Null. Äh, und zum Startpunkt vom Loop. So, alles klar. Wir lernen das noch mit dem Transport. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen Cubase-Nutzer heute auch noch was dabei. Oben im Menü auf Transport. Anschließend auf Start Mode. Da kannst du einstellen. Okay, Marco, das schaue ich mir mal genau an. Also oben im Menü auf Transport. Dann Start Mode. Ah, Start up. Cycle beginn. Gut. Kann sein, dass ich das später wieder umstelle. Aber so wäre es jetzt erstmal das, was ich haben möchte. Nein, ah, siehst du, jetzt startet er nämlich dann immer da. Das will ich dann auch nicht. Also, aber ich weiß jetzt, wo ich es umstellen muss. Also ab Start up Position jetzt erstmal. Jetzt sind wir die Vocals dazu. Das links, links, Boxlied da. Vocals. Hier Vokes Lead Double. Was habe ich hier für Doublung? Ich glaube, das ist nur ein Delay, das ich hier gebaut habe. Das heißt, den können wir noch mal vernachlässigen. Gehen wir mal ein bisschen später, wo ich noch weitere Vocals habe. Hier haben wir äh, ne, warte mal, Harmonie links rechts. Mal gucken, dass wir jetzt richtig sortieren hier. So, die beiden gehören zusammen. Der kann noch weg und die gehören zusammen. Ne, die gehören zusammen, links, rechts. Und dann haben wir noch hier, was haben wir hier noch? Warum singt der da? Was ist das? Ach so, das ist einfach eine Unterstützung an der Stelle. Okay, nehmen wir mal erst die links, rechts hier, Harmonie links und rechts. Dann schieben wir die mal im Panorama entsprechend. Also, du kommst nach links, du kommst nach rechts. Wir machen mal hier einen Loop. Kann ich den hier auch so einfach, wie kriege ich den Loop wieder weg? Achso, du hast ja gesagt, P drücken einfach, ne? Das geht ja auch. So, P. <laughs> Sehr gut. Also, ich lerne hier doch echt noch. Hier steht, Digital Daniel, Daniel schreibt, neben der Stopptaste wäre auch ein Button zum Aktivieren und Deaktivieren des Cycles. Genau, um den Cycle anzumachen. Ja, den, den kenne ich schon. Und Erdnahobjekte Objekte schreibt, in den blauen Zoom-Balken tippen mit der rechten Maus, so dann kommst du den Bildschirm komplett nutzen. In den blauen Zoom-Balken. Ach so, okay, alles klar. Das ist was anderes. Okay, wir hören mal kurz diese eine Stille, damit ich hier die Harmonie-Vokals dazu schieben kann. Oh, falsche Kanäle. Äh, die beiden muss ich hier. Äh, Harmonie links und rechts. Die beiden hier, nochmal. Äh, nee. Anfang vom Loop. So. Okay, ich merke schon, die Vocals kommen auf jeden Fall ein bisschen zu leise, da müssen wir gleich auf jeden Fall mit Kompression dran, zumindest bei den Lead Vocals. Da können wir mal herausfinden, gibt es einen 1176, der eingebaut ist, oder ein, wie, wie ist der Standardkompressor, der, der in Cubase normalerweise benutzt wird, könnte ihr ja schon mal reinschreiben. Peter Megelmeier schreibt, ups, bin zu spät. Nee, bist du nicht, du bist ja da, ist doch schön. <laughs> so, nochmal die Stelle. Äh, hier. Okay, da kommen jetzt noch weitere Harmonie Vocals dazu, den also auch nach links, den nach rechts. Okay, die sind glaube ich wo gibt es denn hier die solo äh? Ah, hier. Okay, alles klar, mal kurz gucken, dass wir D hier mal anhören. P, ne? Genau. Dass wir die mal Solo anhören. Okay, die sind ein bisschen dunkler. Tiefe Stimmen mische ich normalerweise mehr in die Mitte. Hohe Stimmen mehr nach außen. Tiefe Stimmen bei, bei Vocals oder bei Vocals mehr in die Mitte, weil tiefe Frequenzen für mich mehr in die Mitte gehören. Das heißt, ich verschiebe hier mal das Panorama. Was, sind wir, was haben wir denn hier? 100? 100? Okay, alles klar. Machen wir mal 50 oder 60. Keine Ahnung, so die Ecke. Und dann schieben wir die ein bisschen weiter in die Mitte. Und dann nochmal von vorne an der Stelle. Ah, jetzt kann ich wieder den Transport hier umstellen auf. Start-Mode ab, Cycle beginnen. So, ah ja, macht er nicht. Ich muss den Cycle erst aktivieren. Cubase 13 gibt es, aber jetzt das Plugin in Vocal Chain. Das nehme ich mal. Genau, da hat nämlich die liebe Tina, die heute nicht dabei sein kann, hat nämlich davon berichtet, dass es so cool ist. Also gucken wir mal, dass wir das benutzen. Okay, der hat nur die eine Spur auf Solo gespielt. Okay. Okay, alles klar, dann schieben wir das mal dazu. Solo aus. Nochmal von vorne. 1176 ist der Vintage-Kompressor, schreibt egal auch. Jonas raucht vom Einsingen eine Schachtel Zigaretten. Nee. <laughs> Rauchen ist bei mir 20 Jahre her. <laughs> Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt hier einen Kandidaten, wo ich tatsächlich entweder eine Automation reinmachen würde. Äh, so, oder diese beiden hier ein bisschen leiser. Es gibt doch bestimmt auch Clip Gain hier bei, bei Cubase, oder? Dann schneide ich die mal hier frei. Diese hier. Und die möchte ich jetzt. Ah ja, Clip Gain ist direkt eingebaut. Alles klar. Das heißt, ich kann die hier einfach markieren und kann die jetzt hier leiser ziehen. Nehmen wir mal 3 dB raus, weil an der Stelle stechen die mir ein bisschen zu sehr raus. Hören wir die Stelle nochmal. Wenn die ganzen anderen Vocals nicht dabei sind, dann kommen die echt gut raus, deswegen ziehe ich die hier einfach im Clip Gain noch ein bisschen runter. So, minus 6, irgendwie sowas an der Stelle nochmal. Den Transport Start Mode. Das wäre auch gut, da braucht man einen Shortcut für. Ne? So. Okay, dann können wir die hier noch ein bisschen leiser ziehen. Dann müsste es schon passen. Wir haben nämlich noch eine Stimme hier in die Mitte noch rein. Was macht die? Kurz hören. Nee, äh. Bin ich gerade durcheinander gekommen ein bisschen? Okay, hier möchte ich den Loop haben. Ich möchte diese Stimme haben. Die ist in der Mitte. Da gehört sie auch hin. Die jetzt Solo hören. <laughs> da könnt ihr könnt jetzt eine schöne Sache hören, die ich, die ich gerne mache, wenn ich nämlich keinen Bock bei äh, den harmonie vocals auf De-Esser habe, dass ich also auf jeder Spur ein esser brauche, vor allem wenn ich weiß, Face Another Side of Me Believe, da sind ganz viele S drin, dann singe ich einfach gar nicht die S-Laute, sondern in, bei, den äh, bei den Harmoniespuren lispel ich dann einfach, weil dann habe ich ja automatisch einen eingebauten Desser mit drin und das kann man jetzt hier sehr schön hören bei den Spuren. <laughs> hier habe ich genau so gesungen. Sehr lustig, also das ist nichts, was ich jetzt falsch gemacht habe beim Aufnehmen. Ich habe ohne DS aufgenommen. Ich habe den einfach direkt so eingesungen, damit ich mir den DS sparen kann. Okay, die können wir mal dazu schieben. Und dann hören wir uns das nochmal ohne Solo an. Hier, dann schiebe ich die mal von Hand dazu. Nochmal von vorne den Loop da. Hauptvogel ist ein bisschen lauter. Okay, und wir haben hier noch eine Harmoniestimme. Die ist die Hauptstimme, scheint das zu sein. Ne? Okay, alles klar, gucken wir mal hier. schiebe ich die nämlich noch oben unter die Hauptstimme drunter. Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Das heißt, ich mache mal den Mixer kurz aus. Das ging mit. Äh da oben geht das. <laughs> okay, dahin. Dann kann die nämlich da auch mit dem zusammenspielen. Harmonie 1. Das heißt, die markiere ich mal und mache mir da mal einen Loop für die beiden. Also es mit dem P für den Loop ist ein super Tipp gewesen, auf jeden Fall. Super, super, super. Analog DS, geil. Ja, das finde ich allerdings auch. So, jetzt den Mixer wieder an. Und äh, jetzt können wir die dazu schieben hier an der Stelle. Mache ich die anderen nochmal aus. Mute die. Okay, ich bei anderen DRWs ist es so, wenn ich bei einem Kanal Mute-Knopf drücke und dann über die anderen Spuren drüber ziehe, dann wird bei denen auch gemutet. Hier ist das aber nicht so. Das heißt, ich muss die hier händisch muten. Das finde ich ein bisschen doof. Davor hätte ich die markieren müssen, aber geschenkt. So, jetzt hören wir mal nur die Hauptstimme hier an der Stelle und gucken mal, wie das klingt. Ah, okay, alles klar. Die. Das ist der gleiche Teil, den auch die dunklen Vocals hier singen. Okay, dann geben wir die mal wieder dazu und gucken mal, dass wir die, diese tatsächlich hier noch ein bisschen leiser ziehen können, die beiden dunklen. Na, jetzt hat er den verstellt. Ne? Das finde ich jetzt doof. So, okay, also nochmal zurück. Und jetzt mal im Mix komplett hier. Kommt, zu langsam. <laughs> okay, Olli. Also, der Olli sagt: Man sieht leider, wie deine Arbeit mit den Pegeln durch die anderen DAWs komplett versaut ist. Fummeln an Federn und Clip Gain sind alles Krücken, die du in Cubase nicht brauchst. Dann tu mir doch mal einen Gefallen und schreib mal rein, wie man Cubase ohne Fader bedient. Ich bin ja wirklich sehr gespannt. Also, welche Krücke. Ist denn ein Fader, bitte? Schön. Ich fuhr mir mal weiter mit meinen Rücken und lese dann gleich deinen Kommentar, lieber Olli. Oder im Zweifel schreibst du es mir dann per Mail, wenn du es hier nicht so ausführlich machen willst. Äh, Clipgate ist doch, ist doch super schnell irgendwie. <laughs> ist doch. Okay, alles klar. Was ist schneller als Feder und Clipgate? Da bin ich mal sehr gespannt. Alles klar. So. One, So, wir haben hier noch einen Hu-Core, den ich hier unten noch aufgeteilt habe. Den müssen wir auch noch dazu schieben. Den Hu-Core. Hu 1, 2, 3, 4, 5. Die hören wir mal uns kurz solo an, damit ich mal kurz einschätzen kann, was die machen. Olli schreibt schon wahrscheinlich fleißig. So, hier schiebe ich mal den ersten Hu-Core hoch. Und dann hören wir mal kurz solo, was der gute macht hier. Okay, hier haben wir einen Hu. Okay, jetzt normalerweise würde ich jetzt äh, eine Taste drücken und könnte dann die Solos zwischen den einzelnen Spuren umschalten. Das geht das hier auch. Ah ja, ich muss die Command Taste halten. Siehst du, so unterscheiden sich eigentlich nur die Tasten. Dann gucken wir mal kurz, welche Spuren hier alle singen, damit ich das auch weiß. Okay, also Singen also alle dieselbe Stimme. Das heißt, wir können dir einfach diese fünf Spuren im Panorama so verteilen, wie wir lustig sind. Das heißt, wir machen diesen Hu machen wir ganz links und den letzten Hu ganz nach rechts. Den in der Mitte. Hu3 lassen wir in der Mitte und Hu den machen wir mal so 50% nach rechts und 50% nach links, die beiden hier. Normalerweise bin ich ein LCR-Mischer. Ne? Normalerweise wird bei mir nur links mit rechts gemischt. Aber ich mache es gerade bei Hu-Körn, die eigentlich so eine Fläche bauen, mag ich es ganz gerne, dass die schön breit. Das Ganze Panorama ausfüllen, das finde ich auf jeden Fall cool. Dann machen wir mal hier das Solo für alle hu dinger an. Mal gucken, wie das klingt. Sehr schön, dann können wir die Hus nämlich auch hier alle direkt mal die Who-Summerinnen quasi hier auf dem ah, schon wieder ne, rauf reingefallen. Ne? Äh, die sind doch alle markiert. Warum kann ich die denn nicht einfach alle runterziehen? Wofür muss ich da... Ob, äh, geschenkt. Ich weiß ja, welche Tasten ich drucken muss. Alt und Shift. <laughs> Habe ich schon gelernt heute. So, Olli schreibt. Dadurch erhältst du dir auf den... Warte mal. Jetzt hat Olli geschrieben. Also, ich, äh, ich, ich lese mal hier. Was hat Olli gesagt? Dadurch erhältst du dir auf den Federn einen viel größeren Regelweg, den du dann für echtes Mischen dann verwenden kannst. Das erste wäre, dass du per Pre-Gain erstmal jedes Signal auf einen Pegel zwischen minus 12 und minus 18 bringst. Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich's. Also, Olli, du meinst eine Mixtechnik, bei der ich erstmal alles auf minus 12, alles auf den gleichen Pegel bringe und dann quasi mischen kann? ist aber nicht meine Art zu mischen. Also meine Art zu mischen ist Fader hoch gucken. Natürlich gucke ich, wenn ich zu leise Signale habe, dass ich die vorher pre-Gain oder ob da Clip-Gain, ob ich das so nenne, dass ich das darüber nutze. Aber letztendlich äh, ist das nur ein anderer Weg zu mischen, aber keiner, der jetzt auf Cubase abonniert ist. Also pre-Gain, Clip-Gain, Clip-Gaining hätte ich ja vorher auch machen können. So ist es ja nicht. Ne? Aber tatsächlich ist das eine Variante, alles erstmal auf den gleichen... Maximalpegel, weiß ich nicht, RMS oder ob du das per Normalisieren machst oder was Pre-Gain genau macht oder so. Wahrscheinlich normalisiert das einfach alles per RMS mal einmal kurz durch und dann hat man ungefähr einen groben Durchlauf. Ja, kann man machen. Ich habe noch nicht so gearbeitet. Vielleicht ist das ja ein Weg, der tatsächlich mir die Tür zu Cubase ein bisschen offener macht. Aber ich komme doch mit den Federn bestens klar. Und letztendlich kann ich die Fader ja hier zumindest im Glück, äh, kann ich die Fader hier im Vergleich zu Logic auf jeden Fall so groß machen, wie ich lustig bin, sodass ich dann genügend Federweg habe. In Logic hören die nämlich genau da auf hier und haben nur so ein Stückchen, was ich nutzen kann. Deswegen, also da würde ich jetzt mal keine Religion von machen an der Stelle, sondern einfach sagen, okay, alles klar. Alles, was hilft, ist richtig. So, ähm, starten wir nochmal. Okay, ich mache die Solos noch mal aus. Warte mal, wenn ich hier Shift und wenn ich Option Shift drücke und dann die Solos mache, ne? Dann so jetzt alles klar. So, ihr habt gesagt, ich soll eine Gruppe davon machen von dem von dem bevor ich anfange zu mischen. Das heißt, ich mache einfach mal eine Gruppe und mach mal hier, Nee. Das macht er jetzt nicht. Ne, jetzt muss ich die wieder einzeln anklicken. Okay, alles klar. Ich mache mal eine Gruppe von diesem, von diesem Wo mache ich das? Äh, die Fader sind oben, meine ich, höher aufgelöst als unten. Das ist richtig. Deswegen kann man die auch so groß ziehen. Aber so weit waren wir ja noch gar nicht, dass wir feine Feder brauchten. Äh, mit der rechten Maustaste kannst du die Kanäle verknüpfen, die du gemeinsam lauter und leiser machen möchtest. Ich wollte die nur in dem Moment zusammen. Also wenn ich die erst verknüpfen muss, dann raufschiebe, dann die Verknüpfung wieder auflösen. Ich will das nur ganz kurz einmal, weil es kann durchaus sein, dass ich dann bei einem Chor zum Beispiel, dass ich die Verhältnisse dann wieder ändere. Ähm, deswegen verknüpfe ich die eigentlich ungern, aber äh, wir finden schon einen Weg. Also ich möchte die jetzt im Routing... Verknüpfen und so, dass sie einen eigenen, eine eigene Gruppe werden. Mache ich das hier im Arrange-Fester? Mal gucken, gucken. Hier Unterspuren aufräumen, Unterspuren erzeugen. Nee, Aufnahme. Nee, da mache ich es wahrscheinlich nicht. Dann hier vielleicht, weil es ja rechte Maustaste hilft. Äh, Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen hinzufügen. Ja, bitteschön. Da haben wir es doch. Jonas mischt in Cubase. Konfiguration. Stereo natürlich. Es ist ein Bus-Audioausgänge äh, erstmal auf Stereo Out und dann Name eingeben HuCor. HuCor so HuCor Spur hinzufügen. Zack. Dann geben wir dem noch dieselbe Farbe, dass wir auch wissen, wo wir sind. Das war hier dieses Türkis und jetzt müsste ich den HuCor hier auf dem Fader liegen haben. Ne? Das heißt, wenn ich den Solo schalte. Sehr schön, alles klar. Gut. Also, äh, kann ich die ja fast einklappen. Ne? Kann man die auch sortieren hier im Arrange, weil die, die habe ich jetzt. Egal. Nicht zu kompliziert werden an dieser Stelle. Ne? So, Also, wir haben den Chor jetzt hier auf einem Hu-Core liegen. Das heißt, wir können den jetzt hier auch ganz normal dazu regeln. Ich ziehe den nochmal runter. Wir lassen die Stelle nochmal laufen, damit ich hier das richtige Verhältnis kriege. Nee. So, soweit, Grundmix hergestellt. Wir können ja einmal kurz von vorne bis hinten durchhören. Ich hoffe, ah, kann man auch zoomen in den. Ah, man kann auch in den, in den Mixer zoomen. Das ist ja cool. Kann man größer und kleiner machen. Ich habe aus Versehen jetzt hier den Mixer markiert gehabt und G und H gedrückt. Und da habe ich auch reingesucht. Das ist ja klasse. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann behält man nämlich mehr den Überblick hier an dieser Stelle. Ich wollte aber hier im Arrange eigentlich zoomen. Also machen wir noch mal unseren Song von vorne und gucken wir mal, wo wir wo wir gerade stehen. Also wir starten vorne bei der Gitarre. So, so you did it your way. Okay, hier möchte ich jetzt, du merkst schon, es kommt so einigermaßen zusammen. Jetzt möchte ich aber die ersten Plugins benutzen. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel auf der Delay-Gitarre einen Equalizer benutzen. So, Frank Logren schreibt: Pre-Gain ist extra dafür da, alles am Anfang zu normalisieren. Ja, dann könnte ich ja normalisieren. Also, das kann ja in anderen DAWs auch. Möchte ich aber gar nicht, weil das wird ja nur auf den lautesten Peak. In der jeweiligen Spur normalisiert. Oder gibt es auch RMS-Normalisieren bei Cubas Das wäre natürlich klasse, wenn das klasse Schreibt doch mal rein, ob es auch RMS-Normalisieren gibt, weil äh, beim, beim Peak-Normalisieren, beim RMS, also musst du musst ja trotzdem aufpassen, dass du die Spur nicht übersteuerst, ne? Beim Peak Normalisieren wird ja der lauteste Peak wird auf einen gewissen Level gezogen. Und wenn ich dann bei einem Vocal zum Beispiel einen so einen lauten Peak habe und der Rest ist so leise, dann bringt mir das Ganze Normalisieren ja auch nichts. Also, wie gesagt, eine Religion, die einen machen es, die anderen machen es nicht. Es gibt auch Leute, die tatsächlich das konsequent Vormix machen, dass die Spuren alle durchnormalisiert werden auf einem gewissen Level ja dann hat man einen guten Ausgangswert ich habe es in diesem Fall jetzt nicht gemacht und ich komme eigentlich auch weitgehend klar was wollte ich äh, einen Equalizer also ich möchte einen Equalizer auf der Gitarre haben und danach möchte ich einen Kompressor auf den Vocals haben so also wir machen erstmal einen Equalizer auf die Gitarre ich gehe mal hier auf die Mischeansicht Hösentod, Hösentöd schreibt, wenn du kurzzeitig mehrere Feder gleichzeitig bewegen willst, kannst du Q-Link aktivieren, alle gewollten Spuren auswählen und dann bei Windows Alt und Shift und die Feder ziehen. Ja, brauche ich noch nicht mal Q-Link machen, weil Alt und Shift alleine reicht auch schon aus. Das macht, glaube ich, dann automatisch Q-Link an. Siehst du, hier, hier oben. Ich mache nochmal, hier ist der Zoom. Ich drücke mal Alt und Shift. Brauche ich gar nicht aktiv anmelden, sondern das macht er automatisch. Alles klar. Ähm. So, hier will ich einen Equalizer drauf haben. Ich habe jetzt die Spur aktiviert und jetzt drücke ich mal, ich glaube, auf E, ne? So, jetzt geht's ins Eingemachte. Ich möchte einen Equalizer, ich möchte einen Low Cut haben. Nee, das, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, kann ich den auch groß sehen? möchte den Bildschirm dieses Computers aufnehmen, erlaubt den Zugriff auf dies? Nein, nicht erlaubt. Ich möchte nicht, dass du meinen Bildschirm aufnimmst. Ich möchte einfach nur einen Equalizer benutzen. Äh, wo? Äh, Insert Effekte. Da. So. Also Insert Effekte. EQ. Standard EQ. Wo finde ich den Standard EQ? Hilfe. <laughs> oh Gott. Äh. Hier? Ne, hier ist an und aus. Achso, wahrscheinlich wird der nicht optisch bedient, sondern wird einfach nur, okay, alles klar. Ich äh, kann den Low -Cut auch so einstellen. Äh, ich möchte ein äh, High, High Mid Free, Low Mid, Low, Low. Hier kann ich das Band aussuchen. Low Shelf, Low Shelf, Parametric, Low Shelf, Parametric, Low Shelf. Gibt es nur Shelves? Kein Cut? Gibt es einen High, High Pass? Okay, alles klar. High Pass ist ein Low Cut, alles klar. So, äh, den möchte ich bei. Hören wir mal kurz Solo, die Gitarre. <laughs> Mischer wieder aus. Äh, so. Kann ich mir doch bestimmt hier auch links anzeigen lassen, oder? Hier, hier ist doch auch ein E. So, jetzt kann ich das auf jeden Fall sehen, wann die spielt. Die Gitarre spielt an der Stelle hier. Hören wir mal kurz Solo. Also normalerweise nicht Solo EQ, aber ich weiß jetzt, was ich will. Ne? Also deswegen mache ich das mal kurz Solo, damit ich überhaupt weiß, wie dieser Filter überhaupt funktioniert. Der ist noch gar nicht an. Wo kann ich den aktivieren? Ah, jetzt ist er an. Okay. So ist ganz wenig. Okay, dann machen wir das mal im Mix Solo aus. Okay, reicht. Mehr wollte ich gar nicht machen. Jetzt gehen wir direkt an die Vocals. Jetzt kommen wir nämlich zu der Vocal Chain, die ihr mir alle so warm ans Herz gelegt habt. Wenn du kurzzeitig... So. Okay, meine Seite mit dem Chat läuft, lädt neu. Ich hoffe, dass sie nochmal wieder neu geladen wird. Okay, da ist sie schon wieder. Technik rechts. Technikmensch sagt rechts auf dem Equalizer-Reiter. Oh, rechter Reiter oben neben dem Channel-Strip draufklicken, dann geht der EQ kurz auf. Äh, ich muss kurz was erklären. Wir haben ungefähr 10, 15 Sekunden Delay zwischeneinander. Das heißt, wenn ihr mir einen Tipp geben wollt, dann antwortet ihr zwar auf das, was ich für euch gerade gesagt habe, für mich ist das aber 15 Sekunden her. Vielleicht könntet ihr mir einen Gefallen tun, dass ihr nicht nur schreibt oben der Reiter EQ, sondern. Ähm, dass ihr sagt, Equalizer-Fenster öffnen, oben das, das, worauf ich mich eigentlich bezogen habe, weil die 15 Sekunden Differenz, die machen mich schon, die sind schon, das wisst ihr ja selber, bei Zoom-Calls sind ja schon eine, eine Sekunde Differenz, ist ja schon Wahnsinn. Deswegen, das würde mir sehr helfen, wenn ihr kurz nochmal den, noch den Bezug aufschreibt auf, auf das, was ich, worauf ihr euch bezieht bei dem Tipp. Aber danke schon mal, dass ihr alle so fleißig dabei seid. Und vor allem danke, dass ihr auch alle äh, einen Daumen nach oben gegeben habt, schon. Also zumindest die Hälfte der Zuschauer. Gebt doch mal die anderen noch, auch noch einen Daumen nach oben. Dann können wir YouTube mal zeigen, dass wir hier was Cooles machen. Jonas lernt Cubase. Hände hoch. Oh Gott, oh Gott. Ich trinke mal ein Schlückchen, damit ich gleich noch reden kann. Das klinge ich gleich wieder so, als wenn ich vorher eine Shuttle Zigaretten geraucht habe oder eine Stange. So nach dem Motto: soll ich sie aufmachen äh, im, im Zigarettenladen. Ne? Soll ich sie in einpacken? Nee, lassen sie mal. Ich rauche sie gleich hier. Der alte Atze-Schröder-Witz. So, haben wir den auch weg? Alles klar. So, also, ich wollte die Vocal Chain machen, genau. Die Vocal Chain. Auf die Hauptvokal. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, weil das ist ja ein Feature, was in Studio, in, in Studio One wollte ich gerade sagen, in Cubase 13 neu dazugekommen ist und es erinnert mich so ein bisschen an so diese Multiplattform-Plugin-Sammlungen, irgendwie so Channel-Strips, die es in manchen DV DWs auch schon gibt oder die man von Isotope sonst dazu kauft oder so. Und ich bin mal gespannt, weil alle so hoch gejubelt haben und deswegen freue ich mich jetzt total, dass ich auch diese Vocal Chain benutzen kann. Jetzt muss ich nur noch herauskriegen, wie kann ich doch bestimmt äh, auf E drücken und dann kann ich bestimmt hier irgendwo, ach so, ihr seht mich nicht, ne? so, jetzt seht ihr mich wieder, ich kann hier bestimmt irgendwie äh, die Vocal Chain äh, benutzen. Kleiner Tipp vielleicht kurz, wo ich suchen muss, weil dann verzögern wir das nicht so. Ah, hier ist der Equalizer. Ach, guck mal, da hätte ich jetzt gerade, ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ne? Okay, alles klar. Hier wäre der Equalizer gewesen. Alles klar, vielen Dank schon mal. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall auch gefunden. Das gucke ich mir noch kurz bei der Gitarre gleich an, wo ich das gemacht habe. Hier. Also kann es sein, dass Steuerung Z sich nicht auf Plugin änderungen bezieht. Das ist, glaube ich, so, ne? Also das wollte ich gar nicht hier. Band 3 wollte ich gar nicht. So, also, das, kann man das irgendwo einstellen, dass Steuerung Z auch die Plug in einstellungen mit einbezieht, weil das ist echt eine Lebensversicherung. Und wenn du aus Versehen irgendwo draufklickst und es rückgängig machen willst und ich weiß, wie der Wert vorher gewesen ist, wenn dann Steuerung Z nicht funktioniert, dann bist du echt geeimert. Ähm. Okay, alles klar. Aber hier wäre der Equalizer gewesen. Für <laughs> den Herrn Wagner auch optisch in sichtbarer Form auf jeden Fall. Okay, alles klar. Gucken wir mal, was noch so dazu kommt. Ich will ja jetzt die Vocal Chain hier machen. Ah, hier so. Also. Vielleicht kann ich einfach hier. Ah, mein Chat läuft nicht mehr. Oder? Ah, ich guck mal hier links. Okay, du musst auf einen Insert-Kanal und dann... Kannst du in der Suchleiste nach dem Chain-Plugin suchen? Also ein Insert hier. Und dann kann ich hier nach Chain, Vocal Chain. Bam! So, da ist die sagenumwobene Vocal Chain. Danke auf jeden Fall schon mal, Andy, für den Tipp. Nee, Andy war es gar nicht, sondern es war Technikmensch. Vielen Dank. Ähm, warum tut es ja mein Chat jetzt hier nicht? Das ist aber ein bisschen doof. Mal neu laden. Ich so. will ja nichts verpassen hier. Ihr helft mir ja so klasse hier. Oben im Mixer hast du noch gleich den blauen Linien, den Equalizer zeigen. Einfach nur reinklicken und da reinstellen. Okay, alles klar. Technikmensch, muss musst den Insert-Kanal. Okay, alles klar. Wir haben die Vocal-Chain hier drin. Hat die eine Automatik drin oder muss ich dann trotzdem alles so einstellen, wie ich lustig bin? Also, ich möchte jetzt einfach mal die Vocals beim... Machen. machen wir erstmal Solo. Macht man normalerweise ja nicht. Aber machen wir mal in diesem Fall mal Solo und hören mal kurz, wie die klingen. Dafür muss ich erstmal den. Mixer wieder umschalten auf ne ich krieg das noch hin heute so F3 ich möchte da wo die Hauptstimme singt das ist äh, hier und dann machen wir den Loop so dass die durchgängig singt dann kann ich wieder auf den Mischer zurückschalten und hier auf die Vocal Chain oder da so okay. jetzt äh, also irgendwie scheint man mein Chat hier nicht mehr so funktionieren zu wollen. Das ist ein bisschen doof. Eine Sekunde, ich kümmere mich mal kurz darum, dass ich den Chat wieder einstelle. Und währenddessen könnt ihr ja schon mal den Link äh, dem Stream einen Daumen nach oben geben. Und dann, jetzt hört ihr mich gleich wahrscheinlich doppelt. Ne? So, wo ist denn mein Lautstärkeregler hier? So, oder habe ich mein Internet verloren? Wahrscheinlich nicht, ne? So, doch, er hat das innen doch nicht verloren hier. Der Tablett, geh mal in die EQ-Liste unter Steinberg, da sind alle On-Stock-EQs. Okay, da hätte ich jetzt auch nachgucken können. Ähm, jetzt möchte ich den Chat haben, da ist der Chat, Live-Chat, so, jetzt aber, Patrick ist auch dabei, Daumen nach oben, schon passiert, vielen Dank, lieber Patrick. Du kannst mir am besten zuhören, auf jeden Fall. So wie ist mal sicher. So, also, jetzt hören wir mal die Stimme. Solo. Also, erstmal einen Low-Cut, bitte. Ich nehme mal den klassischen Low-Cut hier. Okay, ich möchte aber keinen High-Cut. Ich möchte nur einen Low-Cut. Okay, dann kann ich den hier wegdrücken. Have you felt your own way? Das machen wir dann doch lieber im Mix. Also Solo wieder aus. Hier oben ist das Solo, ne? Und dann mal hier einmal. So. Jetzt möchte ich ein weiteres Band haben. da muss ich hier rein. Doppelt rein. Ich will ein. Äh, krieg das hin? Alles gut. Ich möchte ein weiteres Band haben. Kann ich hier nicht doppelt reinklicken? Okay. Äh, Gate, -Tina Equalizer, Saturator, Compressor, Dynamic EQ2. Entschuldigt, ich habe auf die falsche Kamera gestellt. Ich wollte eigentlich nur einen, äh, einen anderen äh, Filter hier. Cam wechseln, trinken und speichern. Ja, da hast du vollkommen recht, mein Lieber. <laughs> also, ich bin hier in diesem. In diesem e so, ich bin im Cut-Filter, ne? Wahrscheinlich. Ich bin es ja so gewohnt, dass ich einfach nur Bänder durch die Gegend schiebe. Ich gehe nochmal auf den ohne Channel Strip Ich gehe einfach hier rein. Ähm hey, you felt your way? Das war schon gut. Okay, jetzt brauchen wir einen Kompressor in der Vocal Chain, habt ihr gesagt, ne? Äh, ja. Der ja, Wagner lernt doch noch. So, also einen Gate Dynamic Filter Kompressor hier. Das ist so ein. Äh, kompr der komprimiert einfach. Ne, möchte ich nicht. Ich möchte einfach ein. Gibt es auch was mit Reglern? <laughs> äh, Kompressor 1 hat ja nur einen Regler. Äh, Kompressor 2. Auf der, ja, gut, immerhin haben wir ja zwei Kompressoren. Ah, ja, muss es doch einen anderen Kompressor geben. Nee, rechte Maus, das geht nicht. Also, Character sind dann wahrscheinlich die Analog-Emulationen, ne? About Blank TV fragt, wieso tust du das überhaupt an? Ah, naja, gut. Ja, wat, äh, äh, wie heißt das so schön? Äh, no Fear, No Gear. Nee, No Gear, No Fear. Nee, wie heißt es nur? No Pain, No Gain? <laughs> Oder sowas. Ich keine Ahnung. Äh, Oh, ja, hier kann man, warte mal, hier kann man durchsteppen. Ah, ja, hier, warte mal, hier kann man durchsteppen, wenn ich die Maustaste bewege. Das heißt, wenn ich die. Ah, jetzt zeigt er mir auch die einzelnen Module an. Okay, alles klar. Hat er gerade nicht gemacht, als ich draufgeklickt habe. Okay. Dann, also, Gate, Pitch, vielleicht habe ich auch gar nicht drauf gedrückt, vielleicht habe ich das auch unterschätzt. Also, ähm, ich muss den jeweiligen Effekt auf der linken Seite selektieren. Richtig. Vielen Dank, Olli. Ähm, das mache ich jetzt auch mal. Ich möchte den Kompressor da. So, jetzt kann ich den doch bestimmt aktivieren. Zack. So, jetzt kann ich hier Kompressor und komprimieren einfach mal ein bisschen. Das ist das Schöne, ne? man kann einfach Knöpfchen drehen, gucken, was passiert und sich dann überraschen, dass was passiert. Also ich drehe einfach mal hier rum. Funktioniert auf jeden Fall schon mal gut. Auto Gain scheint nicht dabei zu sein. Das heißt, wir machen... Hast du jetzt noch einen Vox-Kompressor? Aha. Was haben wir hier? Transparent. Extreme. Black Valve. Schwarze Röhre. Mal gucken. Das ist schon ein bisschen heftig, ne? nehmen wir mal Transparent. vox Kom, nehmen wir hier. Ne? Output ein bisschen runter. Okay, ja, höre ich das nächste. Du merkst schon, ich, ich mische von Problem zu Problem. Ne? Ich habe gerade den Low-Cut gemacht, weil es mir ein bisschen zu warm war. Ich komprimiere ein bisschen, damit ich die Vocals ausgeglichener habe. Jetzt höre ich dadurch, durch das Komprimieren, höre ich, dass die S-Laute stärker rauskommen. Also möchte ich jetzt als nächstes den DSer haben. Kann ich die auch in der Reihenfolge haben? Ja, okay, die Reihenfolge kann ich auch umschubsen, auch schon mal gut. Dann nehmen wir jetzt den DSer dazu und gucken mal, dass der hier ein bisschen arbeitet. Nochmal vorne, da war nämlich die S-Laute. Okay, da kann auf jeden Fall einiges vertragen. Die S-Laute sind höher, ne? Nochmal von vorne. Wo sind denn die S-Laute? So, da. So da. Mehr so im Bereich 8, 9 Kilohertz. Da, weiß ich muss ich wahrscheinlich zwischen den Zähnen durchgepfiffen haben oder so. Jonas verliebt sich gerade in Cubase und will für immer dabei bleiben, schreibt Olli. <laughs> ja, ganz sicher. <laughs> Okay, man kann hier beim Threshold, kann man Auto einstellen, machen wir das mal. Nochmal von vorne. Okay, kann echt heftig, heftig die S-Laute rausnehmen. Ich lasse mal weiterlaufen. Können wir auf jeden Fall hier wieder zurückgehen? Ein bisschen rausnehmen, weil wir jetzt gut komprimiert haben. Können wir auch direkt einen, Hull, einen Delay dahinter setzen, wenn wir ja schon mal so weit sind? Ne? Dann gehen wir nochmal in die Vocal Chain rein, da wird es so einen bestimmten Delay geben. Äh, da ist ein Delay. Guck mal, da haben wir doch ein Delay. Ich möchte ein, was möchte ich denn für ein Delay? Ein Viertel-Delay. Ich möchte ein Viertel-Delay haben. Gibt es das in Mono? Mal gucken, wie das klingt. Ich stelle mal kurz auf... Gibt es einen Shortcut, mit dem man einen Kanal mal eben schnell auf Solo stellen kann? S wahrscheinlich. Ne? S? Nee. Ich blicke hier nicht so ganz durch. Sekunde. Nee. Wie stelle ich denn mal eben schnell auf Solo? Also nur den ausgewählten Kanal. Gibt es bestimmt nur Alt S? Nee. Steuerung S ist Speichern auf jeden Fall. Also Kommando S bei mir. Nee, auch nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. Chris 70 schreibt, er findet den Hofer, die am geilsten. Ja, da gibt es ja viele, ne? Also letztendlich geht es ja nur darum, dass sie die essen und das, dass er das macht, was er soll. Ähm, so, ich schreibe mal, derweil, der während ihr mir schreibt. Wie ich das mal eben schnell in einen ausgewählten Kanal auf Solo stellen kann, mache ich das mal händisch ebenso. Also Solo. May, may I go lead the way. Höre ich jetzt noch nicht? Muss ich dann das Send? So they never ah ja, okay. You have to choose another. Also, der Vorteil von dem Delay ist, dass ich kein Hall brauche, sondern dass ich das einfach dieses Delay hinter die Vocal stelle. Dadurch kriegen die Tiefe, ohne dass alles mit Hall zugemüllt wird, in diesem Fall. Deswegen können wir das Solo jetzt mal ausmachen. Mal von vorne hören und dann mal nach Geschmack zujustieren. Direkt noch ein Hall hinten dran. Also, natürlich kommt auch Hall drauf, ne? aber erstmal die, die primäre Wiederholung da, das, das macht auch schon mal einiges raus. So, kein Pre-Delay, doch wir machen das klassische, klassische Pre-Delay von Bruce Sweeney in 120 Millisekunden. Pre-Delay, das aber bei Michael Jackson auch immer gemacht hat. So, und jetzt mal Hall. Jetzt muss ich wieder auf Solo schalten. Alles klar, okay, jetzt lese ich mal kurz. Also, unter Windows war es für Solo immer äh, und M für Mute. Daumen ist hoch. Dankeschön, Rüdiger. <laughs> äh, hat jemand von euch schon mal was mit Cakewalk gemacht? Ja, ich ganz früher. Da wurde noch, da wurden noch Klötzchen geschubst. So funktioniert das nicht, schreibt er. Na, der Hofer DS arbeitet mit Spracherkennung. Das macht äh, der Smart DS auch, den ich neulich von Sonnebel gecheckt habe. Solo ist laut Steinberg die Tastenkombination S. Kannst du in der Vocal Chain auch einstellen, ob das Echo auch in den Hall gehen soll? Okay, alles klar. Soll es. Ähm. Ach so, sind die sonst voneinander getrennt? Nö, ne, wenn die hintereinander liegen, dann müssten die doch direkt... Ach so, ah klar, das sind Sendeffekte. effekte jetzt verstehe ich das. Okay, das sind Sendeffekte, effekte wo ich das jetzt einfach hinschicke. Okay, alles klar, machen wir trotzdem, ne? Okay, welchen Hall nehmen wir denn hier? Können wir hier auswählen? Ambience Bright, ich möchte Chamber Warm. Und hey! Have you felt your own way? You das. Ich kann aber hier auch im Equalizer arbeiten, ne? May I'll go lead the way? So, jetzt wäre ein Equalizer auf dem Hall, wäre nicht schlecht. Angezeigt wird er, aber... Filterbank. Ah, okay. So they never said to me. You have to choose a das ist aber doch nicht so schön, die Kammer, ne? Uh, Lush Pop, wow. Können wir die Nachhaltzeit einstellen hier? Amount Ducker Release, ach komm. Geschenkt. Nicht zu so viel dran aufhalten. Schnelle Mixentscheidung, fertig. So, alles klar. Du musst den Gesang erst in den grünen Bereich bringen, damit das Tool richtig funktioniert. Mhm. Ah, hier steht To-Delay. Das ist der Knopf, den du wahrscheinlich gerade meintest, Olli. Ne? Ich möchte das Delay aber zum Hall schicken. Das heißt, ich kann das hier auch reinschicken. Okay. Hör schon was. Nochmal Solo. Ah okay, alles klar. Das nee, das ist nicht cool. Ich mache das parallel. Also ich schicke das nicht zum. Mach den Hall wieder so. Dann machen wir die Filterbank drauf. Und jetzt können wir das Solo wieder ausmachen. viel ein bisschen weniger So und jetzt <laughs> Also langsam wird's, ne? Thomas Hambrich schreibt Cubase klingt knackiger als als äh, ähm, als Cakewalk. Also spannend. Also, dass DRWs einen Klang haben sollen, habe ich schon häufiger gehört. Aber das ist mir, außer bei der Luna, aber die hat so, eine integriertes, so ein integriertes Analog-Summing eingebaut. Das haben die meisten DRWs nicht oder nicht in der Qualität, aber oder nicht in der Form, sagen wir mal so, so ausgeprägt wie, wie die Luna. Aber das mag schon ein Unterschied sein. Aber dass es matschiger klingt, habe ich auch noch nicht gehört. Saturation, sagt Larko, Ja, warum nicht? Machen wir mal Saturation drauf. Auf die Vocals können wir noch ein bisschen Saturation drauf machen. Ne? Also, gehen wir nochmal drauf hier. Ähm, nehme ich jetzt aber mal als insert. Ich, also die Vocal Chain hat mich jetzt nicht überzeugt, muss ich mich wahrscheinlich intensiver mit auseinandersetzen. Wir nehmen mal äh, für Saturation, nehmen wir Saturn 2. So. Und da können wir nämlich ein Tape... Oh, meine Presets sind alle nicht da. Okay, alles klar. Ähm, <laughs> wäre auch zu einfach gewesen. Ah, der hier sind die. Okay, alles klar. Ich möchte eine Tape Saturation haben. Old Tape Crunch. Mal gucken. Mal solo abhören. Habe ich das jetzt schon gelesen? Habt ihr jetzt schon, das mit dem S haben wir noch nicht ganz rausgekriegt, wie ich den ausgewählten Kanal auf Solo stellen kann. Ne? Dann probiere ich nochmal aus. Ja, doch, funktioniert doch. Warum hat er das denn gerade nicht gemacht? Okay, alles klar. Haben wir das auch geklärt? Also, jetzt ist mein Kanal hier auf Solo. So. <laughs> so, jetzt machen wir den mix runter hier und schieben das mal Stück für Stück dazu. Aber natürlich im Mix, ne? Dann machen wir hier noch ein Band zu. Bisschen viel, ne? <laughs> okay, nochmal. So, ich mir gleich wieder die S-Laute rein, deswegen müssen wir mal direkt mal einen S-Laute, einen, einen DSer dahinter knallen. Aber äh, machen wir mal ganz einfach. Tatsächlich, dann nehmen wir jetzt mal von Sonible den DSer, den Smart DS. Ist der hier mit drin? Ja, Smart DS, da ist er. Der analysiert nämlich auch, der möchte gerne was hören. Okay, er beschwert sich. Okay, dann direkt wieder davon weg. Dann machen wir das mit einem äh, mit einem Pro D. Pro D. S. Da. Alle Änderungen an Vox Lead Smart DS, verwerfen? Ja, verwerfen. Nehmen wir den. Okay, der knallt richtig rein. Jetzt kommen die ganzen S-Laute. im zweiten Teil. Ja, komme ich erstmal mit klar. Aber der Mix kommt so einigermaßen schon zusammen. Ich fummel aber natürlich hier mehr mit der DR-Währung. So, die Kanäle hier, die möchte ich jetzt auch gruppieren. Hier die Harmoniekanäle. Das heißt, wie war das noch gleich? Rechte Maustaste und dann einen, eine Gruppe. Gruppe. Okay. Die Gruppe heißt äh, Vox Ham. So. Müsst eine Stelle abspielen, wo die S-Laute aufploppen, dann packt der S auch. So ist es. Aber bin ich jetzt zu faul für? So. Also, Vox Ham. Die sind hellblö. Und wie wir jetzt gelernt haben, ist hier oben die Palette. Das heißt, hier kann ich das hellblö machen. Und dann packen wir hier nämlich auch einen Hall drauf. Und weil ich faul bin, äh, nee, machen wir erst einen Equalizer drauf. Den haben wir ja hier schon. Also einen Low Cut. Äh, kann ich hier einstellen. Ne? High Pass 1. So. Schieben wir mal so. Sind Harmonie ungefähr bei 160, 170 irgendwie. Und dann machen wir hier einen Valhalla drauf. Beziehungsweise, es gibt doch einen Reverb bestimmt bei, bei ganz normalen, bei, bei Steinberg mitgeliefert, oder? Habe ich jetzt auch Steinberg Plugins? Slate Reverb, Reverb, hier, so. Alles sortiert, wow. Äh, Valhalla, TrueVerb Stereo. Na komm, dann nehme ich das, wenn ich schon so die Wahl habe, dann nehme ich das RC-48 von Native Instruments, das ist nämlich schön. Okay, wir haben hier die Vocals Harm, Das heißt, die höre ich mir mal kurz hier an der Stelle an, wo die so spielen. Da, P für den Loop. Müsste ich die jetzt hören? Ja, ne? Habe ich doch dahin geroutet. Ja. Dann mache ich sie mal alle an, kein Thema. Ah, ne, hat er gar nicht dahin geschickt. Hm? Nicht doof. Bin ich doch markiert. Äh, Gruppenkanal zu den ausgewählten Kanälen hinzu. Habe ich doch gedrückt. Oder habe ich einen Effektkanal gemacht? Q ist wirklich klasse, aber so ganz klar komme ich auch noch nicht. Damit schreibt inaktiver User. <laughs> ja, willkommen in meiner Welt. <laughs> ich probiere es nochmal. Vielleicht. Vielleicht habe ich das gerade einfach falsch gemacht. Ich äh, lösche. Kann ich, kann ich den einfach. Ah, ja, möchte ich verwerfen. So, kann ich den einfach löschen? Kann ich den einfach entfernen? Speichern? Okay, vielleicht einfach Entfernen-Taste drücken. Du hast die Gruppe falsch angelegt. Ja, wahrscheinlich. Äh, Glaube ich auch. Wie werde ich die denn wieder los? Äh. Äh. <laughs> <laughs> Also, so Sachen, die du seit 100 Jahren irgendwie so blind, blind ohne alles machst, irgendwie, und dann stehst du da und kannst doch nicht mal eine Gruppe entfernen. das ist doch, das ist doch nicht wahr, Das ist, ich fühle mich, ich fühle mich ein bisschen lost hier gerade. Warte mal. Da kann ich nur die Farbe eingeben, hier. Äh, Axe, inaktiver User. Nee, Patrick hat auch die Accessibility, genau. Patrick, für die, die es nicht wissen, ist nicht sehend. Das heißt, Patrick hat keine Chance, mal hier eben sich so durchzuklicken. Wird du wirst wahrscheinlich im Overflow landen, wenn dir dein Vorleseprogramm hier die ganzen Parameter vorliest und du suchst einfach nur du suchst einfach nur die Gruppe. Das, ich muss doch möglich sein, dass ich das hier eben an die Gruppe rute, oder? Ich gehe mal in den, in den Mischer rein, vielleicht kann ich das ja da. Also, Send, Insert, Routing. So, da, Routing. Stereo, aha. Okay. Vox haben. Siehst Wer sucht, der findet. Man muss ja nur wissen, was man sucht. Und dann soll es ja wohl möglich sein, hier alle Harmonie-Vocals auf diesen Bus drauf zu kriegen. So, mischer wieder aus. Jetzt müsste ich die doch hier solo hören. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann kann ich nämlich jetzt hier auch mit meinem RC48 hören, was da für ein Hall drauf ist. Okay, jetzt habe ich gerade anscheinend hier Steuerung Z meine Vocals gelöscht. Gut, dass der das rückgängig macht auf jeden Fall. Das ist viel zu viel natürlich. Kann ich mir das eigentlich hier Links auch anzeigen lassen, was ich hier an, an im Inspektor? Da muss es doch bestimmt eine Möglichkeit geben für den Spur-Editor auch, sich hier die Inserts anzugucken, oder? Hier sind die Basic-Parameter. Das ist das E auf jeden Fall. Okay. Jetzt muss ich wieder auf den Hall draufklicken. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich, mir, dass ich mir hier auf der linken Seite auch die Inserts anzeigen lassen kann? Vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal kurz reinschreiben. Voxham 1 rechts ist im Panorama versehentlich nach links gerät. Okay, alles klar. Kontrolliere ich mal kurz. Voxham links. Links. Voxham rechts. Tatsächlich, das ist verrutscht verrutscht. So, korrigiert. Vielen Dank. <laughs> Okay, links oben letzte Zeile, rechte Maustaste Auswahl löschen. Nee, wollte ich nicht. Viele Grüße aus Hamburg, Rufus, Gruß zurück. Aber jetzt brauche ich gerade mal hier äh, tatsächlich ein Tool. Ich muss auf der linken Seite meine Inserts sehen, weil wenn ich mich die ganze Zeit durch den Inspektor durchklicken muss oder durch den Mischer durch, durchklicken muss, dann werde ich wahnsinnig. Ganz unten bei den Einstellungen, okay, alles klar. Ganz unten bei den Einstellungen, äh, Einstellungen. Datei, einstellung da. Ganz unten bei den Einstellungen, VST, Plugins, Control Room, nee. Plugins. Äh, Im Inspektor Rechtsklick und auswählen, was angezeigt wird. Ah, okay, alles klar. Dann machen wir das mal. Okay, also im Inspektor rechtsklick und dann Bereich, Bereiche einrichten. Alles klar. Dann kann ich hier Inserts, jawohl, Equalizer, Sense, Routing, Kanalzug und sehr schön, danke schön. gut, dass wir das zusammen machen. Das ist sehr interaktiv hier ja, tatsächlich. Spitze. So, da sind meine Infos. So, jetzt kann ich arbeiten. Weil das, ich habe, ich hab mich nämlich tatsächlich daran erinnert, dass der Vincent in seinem Nuendo das auch immer auf der linken Seite hat. Und ich habe gedacht, das ist ja praktisch, wenn du klickst auf den Kanal, hast links alles, was du einstellen musst. Du brauchst ja gar nicht in den Mischer mehr rein. So, dann brauchst du gar nicht mit dem Mischer die ganze Zeit hin und her machen. Aber jetzt haben wir es ja tatsächlich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Fehler. Dann brauche ich gar nichts mehr da auf der linken Seite. Gibt es da vielleicht auch noch einen Feder für Kanalzug? Da, Feder! Equalizer? Gut, den brauche ich jetzt nicht gerade. Äh, Routing? Nee. Okay, da haben wir auf jeden Fall den Feder. Kann ich den in der Größe auch noch verändern hier? Ah, das wäre ja natürlich cool, ne? Wenn ich den jetzt sehe. Egal. Okay, alles klar. Also, den Feder habe ich jetzt auch gefunden. Entschuldigung. Fader habe ich jetzt auch gefunden. Wir haben hier also einen Fader. Wir haben hier eine EQ-Anzeige. Wir haben hier meine Inserts. Das Routing habe ich weggeklappt. Das heißt hier, das kann ich auch. Da habe ich das schnelle Solo auf der linken Seite. Jawohl, da kann ich das auch solo schalten. Und QC ist Quick Control. Was ist denn Quick Control? Quick Control ein aus. L, Quick Control-Learn. Ah, da kann ich wahrscheinlich Shortcuts lernen oder sonst. Ne? Read-Write, okay, alles klar. Sehr gut. Cubase 13 sind wir unterwegs. Tatsächlich. Hat mich, äh, nachdem ich Cubase 12 gekauft habe, nochmal schlappe 99 Euro gekostet, dass ich Cubase 13 benutzen darf. Okay, alles klar, war es sich ja gelohnt. Ne? Wir können ja hier heute einen schönen Abend zusammen machen. Das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte. So, wir sind ja schon, schon über anderthalb Stunden irgendwie. Das ist ja tatsächlich nicht zu fassen, wie schnell die Zeit hier vorbei rast irgendwie. Aber ich trinke trotzdem hier aus meiner schönen. Aus meiner schönen DRW-Versteher-Tasse auf euch, dass wir hier diesen schönen, Voradventlichen, vor, vor Abend noch zusammen gestalten. Prosi! So viel Spaß muss sein. Ne? So. Also, ich, wo, wo war ich denn stehen geblieben? Ich wollte meinen Hall regeln. Genau. Ich wollte den, den Mixregler hier äh, regeln. müssen der Mixregler hier? Da oben. So, da ist der Mixregler. Jetzt können wir das endlich auch im Mix machen. Also. Okay, machen wir mal direkt im Mix zusammen. Okay, dann können wir die Harmonies auch insgesamt ein bisschen lauter ziehen. Äh, so, dann kann ich die nämlich mit dem Fader besser regeln. Das heißt, ich ziehe jetzt hier die Harmonies einfach mal ein bisschen höher. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo der Olli gerade gesagt hat, dass alles auf Unity Gain gezogen wird oder auf minus 18. Ja. Das hätte hier vielleicht tatsächlich geholfen. Aber jetzt kann ich das ja über den Harmonie-Regler hier machen. So, also nochmal zurück zum Anfang vom Loop. Ah, das kann ich jetzt wieder einstellen, weil ich will den Loop hier jetzt erstmal Start haben. So. Ihr merkt schon, so langsam komme ich klar. Der ist zu heftig hier. Okay, also so langsam komme ich tatsächlich klar. Ich finde mich zurecht, nachdem jetzt alles ungefähr da ist, wo ich schnellen Zugriff darauf kriege. Also es wird so langsam. Hey Gem 77 schreibt als DAW versteher solltest du auch Cubase verstehen. Ja, tue ich auch gleich. Und wenn es so weitergeht, bin ich wirklich bei John Denver, weil dass ich tatsächlich mal wirklich einen wirklichen kompletten Mix darin mache. Schauen wir mal, was passiert. Was äh, irgendwas wird passieren auf jeden Fall, so wie es mal sicher. Alles klar. Also ähm, dann würde ich sagen. Ich habe die Einwürfe noch vergessen. Hier, wir haben hier noch Einwürfe, die sollen antworten hier auf die Vocals. So, hier ist dieser eine Einwurf und der reagiert auf die Vocals. Das heißt, hier sagen die Vocals Hey und die Einwürfe kommen dann quasi von dem, was ich hier dann freigeschnitten habe. Wir können auch mal kurz rein. So, geht das nicht? Rauf und runter? So, nee. Wie kann ich den Zoom denn hier? Äh, so vielleicht. Nee, kann ich nur links und rechts und breiter, schmaler. Okay, das geht dann nicht. Machen wir das so. Okay, alles klar. Hier sind die Einwürfe auf jeden Fall. So, hier sind die Einwürfe und diese sollen jetzt antworten quasi per Delay auf dieses Hey, was hier gesungen wird. Das heißt, wir haben hier diese Stelle, die wir uns mal kurz anhören. Ne? Und dieser doppelt hier quasi, dieser doppelt hier quasi dieses Hey, was hier unten drunter auch schon ist. Den hier können wir mal ausmachen, den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Äh, Mute. Und können, den kann man doch auch muten hier, die kann die ganze Spur ausmachen. Ne? War das nicht hier, mute, hier oben, stumm schalten. Yes, okay, alles klar. So, und jetzt können wir den hier nämlich ein Delay verpassen. Den schieben wir jetzt gleich erstmal hoch hier und verpassen dem jetzt hier erstmal ein Delay bei den Inserts. Also, wir nehmen ein... Sag was? Nichts von Waves, ich habe Angst, dass der Rechner abschmiert. Ähm... Hier gibt es auch irgendwo Delay. Dynamics, Drums, Distortion, Delay. Da, zack. Delay. Oh, ich habe den Green Haas gar nicht benutzt. Den, den nehme ich gleich für die Vocals. Da werdet die Augen machen. Der Green Haas. <laughs> den habt ihr noch nicht gesehen. Okay. Ähm, nehmen wir ein Stereo-Delay, ne? So, das scheint hier aus. Ja, das ist von Cubase. Sehr gut. Okay, alles klar. Hören wir mal, ich möchte ein Viertelnoten-Delay haben. Also, nehmen wir mal die Stelle. Hören wir mal von vorne. Ich schreibe schon fleißig, arbeite sehr gerne mit Cubase, schreibt Thomas Decker. Bei mir sind schon diverse Dominosteine in den Haaren gelandet, weil ich sie mir die ganze Zeit über schon <laughs> schreibt Berlin Mike, alles klar. Okay, wir brauchen ein Viertelnotendelay und wir brauchen äh, 100% Feedback. 100% Mix, weil die ist eine Parallelspur Ich möchte also nicht das eigentliche Hey haben, sondern nur die Antworten von dem Hey. Deswegen ist das freigeschnitten. Das ist so ein Trick, ne? Wenn du so, eine, so ein, so ein Delay-Throw, so nennt man das, wenn du den haben willst. Dann schneidest du einfach die Stelle frei auf eine zweite Spur, machst deinen Mix-Regler auf 100% beim Delay und schon hast du diesen Delay-Einwurf. Dann brauchst du nichts automatisieren und so weiter. Also hören wir mal die Stelle. Okay, ich möchte aber. Okay, nehmen wir mal die Vocalschritte. schritte Okay, jetzt hat er aber den. Achso, hier ist auch noch ein Mix. Okay, alles klar, verstanden. Hier sind zwei Delays: eins für links, eins für rechts, ist das richtig? Panorama links, rechts, alles klar, verstanden. Ich möchte, dass der High-Filter noch ein bisschen runtergeht. Der soll bei den Delays soll der hinten rauscutten. Und wir brauchen auch keine tiefen Frequenzen im Delay. Also machen wir so 270 Hertz untenrum raus. Irgendwie kann man doch bestimmt auch linken, oder? Links und rechts? Feedback, okay, hören wir mal die Stille nochmal. Natürlich jetzt zu laut. Okay, das Ganze jetzt im Mix und schieben jetzt den Regler einfach mal so halb rein. Mal gucken, was passiert. Nochmal. Müssen wir das auch anmachen. So. Und das Ganze jetzt im Mix, okay, alles klar. okay, alles klar. So, Lead Vocals, habe ich gerade schon gesagt. Green Haas, das habt ihr noch nicht gesehen. Also, ich nehme nochmal den DS herunter. Wobei, den können wir eigentlich drauf lassen. Sicherheitshalber. Schmeißen den Saturn runter und jetzt werdet ihr Augen machen. Also, das habt ihr noch nicht gesehen. Green Haas ist ein Tool. Verwerfen. So, das sieht so bekloppt aus. <laughs> Das ist wirklich unfassbar, aber es ist cool, weil man kann verschiedenste coole Dinge damit machen und dieses Tool ist wirklich ein Spaß-Plugin, das auch von Pros benutzt wird. Also das ist einfach für Saturation und für, ähm, für Modulation auf den linken und rechten Seiten. Also wenn wir mal hier äh, erst die Saturation, wenn wir machen nur die Saturation an, dann könnt ihr mal hören, dass das Ding richtig zugreift. Ich nehme mal eine Stelle, wo gesungen wird. Äh, hier machen wir mal einen Loop an der Stelle und lassen das mal kurz laufen. Nee, Loop. So, an der Stelle. Und lass mal den Loop hier kurz laufen. Und dann achte mal drauf, was hier mit der Stimme plötzlich passiert. Die kriegt richtig Saft auf den Pinsel. <laughs> hier gibt es den Heat Regler, mit dem kann man Hitze regeln. Dann kann man Ultraviolet, das ist richtig heftig. Und Gamma-Ray-Strahlung oder Infrarot. Also das sind die drei verschiedenen Strahlungen auf jeden Fall, die man hier machen kann. <laughs> Okay. Also ist natürlich viel zu viel, ne? So. Und jetzt kann man hier auf der rechten Seite mit der Modulation noch die Stimme breiter und größer machen. Also machen wir das auch mal dazu. Ich habe es jetzt einfach mal eingeschaltet. Ups. <laughs> Okay, nehmen wir mal die anderen Modi hier: Rose, Lily, Tulip, Sunny und Violet. Das Plugin sieht einfach aus wie ein Facebook-Spiel. <laughs> ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat der Typ sich ausgedacht, der Eminem mischt. Und der nutzt das auch auf jedem Mix, den der benutzt. Nicht nur das, es gibt auch noch einen weiteren, einen Kompressor, den LOL, kommt, der sieht noch bescheuerter aus. Der, der, ich muss mal ein Video zu den beiden Videos, äh, zu diesen beiden Plugins machen, die sind wirklich ganz großartig. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Typ, der unter anderem Eminem mischt, der hat sich dieses Plugin ausgesucht, weil der einfach Lust hat, was Lustiges zu sehen beim Mischen und gleichzeitig ein Plugin zu haben, was das macht, was er möchte. Wir können ja mal hier P Presets einfach durchklicken. Ne? Gibt es da bestimmt Presets? Nein, natürlich gibt es keine Preset. Mein Fehler. Äh, so, dann machen wir es einfach von Hand. So. So, folgendes Problem: Dieses Plugin ist Stereo, aber der Kanalzug ist Mono. Wo stelle ich den um auf Stereo? Der, es muss doch bestimmt eine, weil ich denke gerade, das klingt ein bisschen komisch, hier gibt es doch bestimmt irgendwo eine Umstellung, wo ich sagen kann, dass ich auch Stereo-Effekte habe. Hier unten ist ein Punkt, Kanalkonfiguration. Yes! Ich möchte das umschalten auf Stereo. So, jetzt müsste nämlich der Green Haas auch cooler klingen. So, jetzt reden wir. Weil jetzt kommt links und rechts nämlich was dazu, was tatsächlich richtig cool ist. Also Lily Tulip. Sunny. Ja, Violet. Daisy. Wenig. Rose. Lily. So, Lily finde ich, glaube ich. Tulip. Das finde ich cool. Und das geben wir jetzt mal im Mix dazu. Also nehmen wir mal die Stelle. Es wird lauter dadurch, ne? Okay, alles klar. Und jetzt hören wir uns das ganze Ding mal von vorne an. Also, Green Haas kostet, glaube ich, ist, keine Ahnung, ist immer runtergesetzt. Schaut mal drauf. Äh, Link stelle ich mal unter die unter die Videobeschreibung. So, jetzt kann ich den Transport hier wieder umstellen auf Start Position anzeige. Ich mache mal den Loop aus und wir gucken mal, wo wir rausgekommen sind, nachdem ich hier ungefähr anderthalb Stunden mich durchgekämpft habe durch Cubase. Ich bin mal sehr gespannt, wie es klingt. Äh, berlin mein schreibt, stimmt, aber Gott sei Dank endlich geht das. Was ging? Plug-In-Boutique, da es alles. Genau, das mit dem Umschalten auf Stereo geht auch erst seit Cubase, Cubase 13. Was habt ihr denn dann gemacht, wenn ihr Stereo-Effekte auf einem auf Monokanal zu haben wolltet? Okay, ich frage besser nicht und bin froh, dass ich auf QBS 13 unterwegs bin. Äh, wir hören mal von vorne und gucken mal, wo ich rausgekommen bin. Einfach, ne? Einfach mal spaßeshalber einmal von vorne hören. Oh, ist zu viel, ne? Okay, wir haben hier noch eine Akustikgitarre, da möchte ich hier, das ist die Solo-Gitarre, da möchte ich ein, ein Delay drauf haben. Ne, die nicht, äh, diese hier. Okay, da muss auf jeden Fall dringend noch ein Delay drauf, sonst wird der Song nicht fertig. Aber da kommt ein Mono-Delay drauf und zwar. Mono-Delay. Oder ein Stereo-Delay. Ach komm, wir machen mal ein Stereo-Delay drauf und machen die Seiten unterschiedlich. Also machen wir die linke Seite, machen wir ein Viertel und auf die rechte Seite machen wir triolische Viertel, keine Ahnung. So, jetzt kann ich immer noch nicht linken, die beiden Kanäle. Ne? Ich möchte die Mixrigen, äh, egal. Ne, ist zu langsam. Dann nehmen wir hier ein. Ne, keine Achtel, eine Viertel wollte ich haben. Sehr schön. So wird ein Schuh draus. Noch nochmal von vorne. Yes.

wir auf Hu schon was drauf? Ja, ne? Hu? Ne. Auf Hu machen wir jetzt auch noch ein Delay drauf, und zwar das Stereo Delay, was wir gerade schon hatten. Kann man das einfach so rüber kopieren? Gucken wir mal, ne? Funktion 3, da bin ich im Mischer und ich möchte dieses Stereo Delay von äh, der Akustikgitarre möchte ich auf dem U-Chor auf dem haben. Dieses hier. Yes. Sehr gut. Okay, mal kurz... Solo hören Läuft. <laughs> Noch mal an der Stelle. Sagen. <laughs> Damit können wir so weitgehend zufrieden sein. Ne? Das Finale machen wir jetzt im Prinzip auf dem Masterbus. Vielleicht brauche ich da nochmal eure Unterstützung. Inaktiver User fragt, was denn meine Lieblings-DAWs waren. Vor, bevor ich jetzt mit Cubes gespielt habe, meine, von Liebling kann man gar nicht sprechen. Das sind aber die DAWs, mit denen ich schon etwas länger arbeite. Also meine Start-DAW, meine, meine DAW, mit der ich äh, hauptsächlich gearbeitet habe, war Logic Pro X. Und dann habe ich irgendwann Studio One dazu genommen, weil Studio One. Im Gegensatz zu Logic Pro X, auch auf äh, Windows-PCs läuft. Und den großen Vorteil hat, dass die Umstiegszeit von Logic auf Studio One für mich 10 Minuten war. Also ich musste einfach nur das Audio-Routing -Audio machen und der Rest war wirklich fast identisch. Ja, identisch wäre jetzt übertrieben, aber es war schon wirklich sehr, sehr nah dran, sodass alle meine Moves und viele, viele Shortcuts und so weiter, hat alles schon funktioniert. Deswegen ist halt der Umstieg hier auf Cubase doch schon eine andere Baustelle, wobei jetzt habe ich es mir ja lecker gemacht, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt mal gucken, jetzt sieht es ja schon so aus wie eine DAW, in der ich normalerweise auch arbeiten würde und gib mir mal zwei Wochen, dann würde ich hier wahrscheinlich auch den nächsten Mix machen können. Vielleicht mache ich mal im Premium Bereich den nächsten Mix einfach in Cubase. Könnt ihr mal also die Premium Mitglieder unter euch können wir ja mal schreiben, ob ich den nächsten Mix einfach mal in Cubase machen soll, mal gucken, was wo wo es mich dann hintreibt, denn wir haben ja im Premium Bereich haben wir immer regelmäßig die Spuren des Monats. Im nächsten Jahr gibt es die äh, nicht mehr ganz so oft, weil wir mittlerweile über 50 Songs schon zum selber mischen haben. Da wird es dann auf jeden Fall eine kleine Änderung geben. Das heißt, wir werden den Fokus im Premium-Bereich noch ein bisschen mehr auf Interaktivität verschieben, sodass ich dir und euch noch mehr helfen kann und nicht nur einfach äh, Videos zeige, in denen ihr mir nachmachen könnt, was ich mache. Also das wird nochmal sehr spannend werden. Vor allem eine Anleitung, wie man Musik hört tatsächlich, Höranleitung mehr oder weniger, damit man im Mix dann auch seine Entscheidung später besser treffen kann, aber eben auch den Mix, das große Mix Tutorial. Und vielleicht mache ich das einfach mal in Cubase. So, ich bin ja jetzt schon fast zu Hause in Cubase, deswegen kann ich ja drüber nachdenken, das einfach tatsächlich auch zu machen. Also wie gesagt, Aufforderung an die Premium-Mitglieder, alle anderen, die Premium-Mitglied werden wollen, schaut doch mal hier unten unter dem Video, in der Videobeschreibung, da gibt es einen Link auf jeden Fall zu einem, zu einem, zu einer Seite auf meiner Homepage und da könnt ihr mal gucken, ob das was für euch ist, die Premium-Familie hat auf jeden Fall ein großes Herz und nimmt jeden gerne auf und wir tauschen Musik untereinander aus, machen Kooperationen, treffen uns regelmäßig und so weiter und so fort. Das mal als Werbung in eigener Sache. Und äh, jetzt gucke ich nochmal, dass ich hier, ah ja gut, mein Chat läuft auf jeden Fall noch durch. Divovo schreibt, Studio One wäre, wenn Cubase für mich weggefallen würde, meine nächste Wahl. Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr preisgünstige DAW, muss man wirklich sagen. Ne? Also Studio One Artist kann... Sehr viel, also ist auch nicht in der Spurenanzahl eingeschränkt, so wie die Artist-Version von Cubase oder sonst was irgendwie, kann mit Drittplugins umgehen und so weiter und so fort. Also mit Studio One Artist für 99 Euro, pff, ja, das ist echt schon, da kannst du eigentlich schon professionelle Produktion mitfahren. Definitiv. Ne? Also dann, pff, die, die Kleinigkeiten, die dann noch fehlen auf die Pro-Variante, die sind für mich zumindest nicht relevant. Ich könnte definitiv mit, mit der Studio One Artist-Version arbeiten, wenn ich nicht mal irgendwann mein Black Friday-Deal zugeschlagen hätte und gesagt hätte, komm, einmal Pro. Für jemanden, der sich für einen hält. So, <laughs> also gucken wir nochmal auf den Masterbus, machen wir das ganze Ding noch mal laut und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Wie machen wir es denn am besten? Hm, wir nehmen am besten eine Stelle, wo alles spielt. Das heißt, wir nehmen hier den letzten Refrain, die letzten Refrain, Es gibt ja nur einen Refrain. Ne? Also wir ziehen wir hier einen Loop auf. Genau, ich kann ja hier markieren. Das ist ja das Schöne. Dann nehmen wir nur die, die hus ein P für den Loop und dann machen wir mal hier den Masterbus an. Obwohl, wenn ich den anmache hier, dann sehe ich doch hier links bestimmt auch die. Ne, hier kann ich jetzt nichts anzeigen lassen. Okay, alles klar. Aber das ist doch der Masterbus, oder? Das ist der Masterbus. Ich klicke mal das E. So, da kann ich die Inserts auf jeden Fall rein. Warum kann ich die dann nicht da links anzeigen? Achso, da ist er noch auf dem HU-Core. Hm. Auch interessant, ne? Weil ich würde jetzt den Masterbus auch gerne links hier haben, da wo er steht, aber. Naja, komm. Geschenkt. Leben ist kein Wunschkonzert, wenn Stereo-Mono-Umschaltung seit Version 13 dabei ist. Ich hatte mich bei Able Live, damit habe ich auch schon mal gearbeitet, gewundert, dass ab, Funktion, ab Version 11 überhaupt erst Comping bei Vocals auf, Vocalaufnahmen dazugekommen ist. Also man konnte vorher gar keine Comping-Aufnahmen machen, aber das nur am Rande. So, wir brauchen. Was nehmen wir denn? So ein All-in-One-Tool am besten, ne? Nehmen wir so ein All-in-One-Tool. Das ist das Masterdesk. Desk. Master nee, hey, komm nicht kleckern, dann klotzen. Was habe ich neulich im Video gezeigt? Den, äh, den A genau. Also doch ein Waves-Plugin. Komm. Nehmen wir den Airbox als Stereokompressor erstmal für ein bisschen Glue. Mal gucken. Also. Spielt er auch ab, wenn ich Ihnen das sage? Da, so. <laughs> Oh, das stockt aber ganz schön hier, ne? gibt's hier einen Bypass, Effekt umgehen. Ah, okay, ist klar. Ah, wird ein bisschen lauter, ne? Ach komm, wir wollen ja auch ein bisschen lauter werden. Also, lassen wir den A-Box einfach mal gewähren, danach den Oxford Inflator. Wir hauen mal heute richtig drauf. Wir lassen es mal richtig klacken. Also Inflator. Wo ist er? Da? In Stereo bitte. So ist das Stereo. Ich hoffe, kann ich nirgendwo erkennen. Ne? Aber wir gehen mal davon aus. Also wir lassen mal den Inflator. Vorsicht. Könnte ein bisschen laut werden. Ich mache mal einen Limiter direkt dahinter, damit es jetzt nicht zu laut wird. Also nehmen wir den Pro L äh, Pro L 2 ich nehme jetzt mal die Plugins, die ich kenne. Ne? Nicht, dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt die Steinberg-Plugins umgehen will, aber ich habe mich ja noch nicht eingefuchst. Deswegen würde ich jetzt hier dafür sorgen wollen, dass, dass wir jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Also Dinge, die ich auf jeden Fall beherrsche, einigermaßen. Oversampling hier mal einstellen. True Peak Limiting an und dann kann der auf jeden Fall schon mal abfangen bei minus eins, bevor wir jetzt zu laut werden, weil der, der Oxford Inflator, der kann schon einiges. Also. Von vorne. Ich liebe dieses Tool. Okay, und jetzt machen wir den Rest noch mit dem Limit da hinten dran. Achso, jetzt habe ich das wieder weggeklickt. Ne? So, nochmal bitte. Also einmal mit dem Limit da hinten dran noch überprüfen, wo wir rausgekommen sind. Ach. Okay, die Snares knallen jetzt noch einigermaßen durch, aber das kontrolliere ich jetzt mal nicht mehr. Wir gucken mal, wir lassen mal von vorne laufen jetzt. Einmal noch final und dann schließen wir die Bude hier ab. Sehr schön, was für ein spannender Ausflug, Freunde der Sonne. So, ich nehme euch mal mit rüber. Äh, ah, Wahnsinn, ja, das hat mir gut gefallen. Äh, das war wirklich, das war, das war spannend. Ja? Also auf jeden Fall äh, ein Ausflug in eine komplett andere Welt, die äh, tatsächlich, ja. Einigermaßen gut funktioniert. Wenn man erstmal alles da liegen hat, wo man es einigermaßen, oder wenn man nicht mehr suchen muss, wo alles ist, sondern weiß, okay, da muss ich nachgucken und da hat man sich dann so seine Oberfläche zurecht gebastelt, dann ist auf jeden Fall alles einigermaßen intakt. Und äh, ich schaue noch mal kurz in den Chat hier rein. Oli P. schreibt, die Drums dürfen noch eine Menge Kompression. Ja, außer Frage. Also hier kann man noch richtig einsteigen. Das ist ja auch ein Loop. ne? Ich würde jetzt auch eigentlich bei den Drums noch mal gucken, dass die schon mal richtig Kick kriegt irgendwie oder so. Fürs erste Mal. Wo, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt zwei Stunden hier im Livestream. Das sollte eigentlich so einigermaßen schon mal so als Überblick reichen. Und vielleicht für die Leute, die nicht so viel mischen, auch mal einen Einblick dafür. Es braucht gar nicht so viel. Klar ist die Spur die Spuren sind jetzt schon ordentlich vorbereitet gewesen. Die klingen ordentlich und so weiter und das Freischneiden Brauchtet ja auch nicht großartig machen. Es gab keine Einstreuung auf den einzelnen Spulen. Zu reparieren war jetzt auch nicht so viel. Man konnte also eigentlich Fader und Panorama machen und der Rest ist ein bisschen nach Geschmack. Aber trotzdem vielleicht ja für dich äh, mal Lustmacher darauf, äh, mehr ins Mixing einzusteigen, falls du das noch nicht so machen solltest. Und äh, Detlef schreibt: Schade, dass ich so später zukam. Hört sich doch gut an, was du da gezaubert hast. Ja, Detlef! Spul einfach zurück, dann guckst du es dir nochmal von vorne an. Kannst zwar nicht mehr kommentieren, aber ist doch auf jeden Fall gut. So, Rainer Schulte sagt, jetzt zum Schluss knallt es erst. Ja, klar, ich meine, am Schluss macht man laut. Ne? Also erstmal lässt man den Headroom ja stehen und dann guckt man, dass es danach dann ein bisschen größer wird. Ihr Lieben. Ich bedanke mich für diesen charmanten Abend auf jeden Fall. Das war ein ganz großes Fest hier in Cubase zu mischen und definitiv nicht mein letztes Mal. Also da an John Denver mein Gruß und auch an Olli äh, vielen Dank für die Unterstützung und es wird definitiv nicht mein letztes Mal gewesen sein, dass ich in Cubase mische. Demnächst bestimmt auch mal im Premium Bereich ein Tutorial dabei und vielleicht mache ich doch noch mal meinen Kanal, meinen neuen YouTube Kanal Jonas lernt Cubase auf, weil da kann ich mir dann die ganzen Spezialtricks, die ich noch brauche, die ich aus den anderen DAWs kenne, noch mal drauf schaffen und dann auch vortanzen, Damit auch alle anderen die mitbekommen können, wenn es nicht sowieso schon Paul Marx oder sonst wer gezeigt hat. Liebe Grüße übrigens an Paul an dieser Stelle. Er ist ja der Guru hier unter den Cubase Leuten in Deutschland, von daher, wenn ihr Fragen haben solltet oder so, dann ist zumindest was Cubase angeht, Paul auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für euch. Ich dann mehr bei Logic und Studio One und demnächst halt auch für ja, für Cubase. Damit schicke ich euch jetzt in die Nacht, bedanke mich. Wir haben morgen noch ein Adventskalender-Türchen, übermorgen und am Heiligen Abend und dann geht es ins Fest. Wir sehen uns am 28. Dezember, sehen wir uns dann zum großen Livestream, hoffentlich alle nochmal wieder, denn da wird das Gewinnspiel aufgelöst, alle Kommentare. Nicht die Kommentare jetzt im Chat. Also, wenn ihr noch in diesem, unter diesem Video auch nochmal kommentieren wollt, dann wartet eben, bis der Chat vorbei ist und dann kommentiert nochmal bitte, weil nur die Kommentare kann ich tatsächlich berücksichtigen fürs Gewinnspiel, wo es ja diverse Sachen zu gewinnen gibt. Darf ich jetzt, glaube ich, ist heute Donnerstag? Ja, darf ich jetzt verraten. Morgen kommt raus, der Smart EQ4 von Sonible kommt raus und auch davon gibt es drei Lizenzen, die wir verlosen können. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, der Smart EQ 3 wird abgelöst vom Smart EQ4. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wir werden wahrscheinlich auch am Sonntag nochmal kurz darüber sprechen im Podcast. Und jetzt, gute Nacht, lasst es euch gut gehen, auf Wiedersehen und Yassas. <laughs> no <laughs>